Let's Play! Heute mit einem großartigen Spiel, Overcooked 2. Ein Spiel, das wir sehr häufig hatten, den Vorgänger Overcooked. Ach, Moment. Man sieht es ja auch an der liebevoll präsentierten einfach nur Schnüre und Haushaltsgeräte. Man sieht, bei uns kennt sich keiner aus mit Kochen. Also zumindest real. Also, den Scheiß da mal irgendwie hin. Ich habe bei Nerds and Herds gewonnen. Ich hab auch gewonnen. Ja, weil, ihr gegeneinander spielt. Wir sind alle scheiße. Ja, hallo Sandro. Sandro. Du kommst ein bisschen zu spät. Gibt Abstriche in der B-Note, aber du warst ja mir leid, arbeiten. Ich war eben noch. Ach, egal. Ich ist sag, keine ja, Ausrede. Du warst live, ist keine Ausrede. Du hast ja gerade noch live gemacht. Also, Moment, es ist zwei, drei Sachen. Overcooked 2, ich dachte, wir spielen zweimal Overcooked 1. Das können wir gegeneinander. Das wäre Couch on Couch tatsächlich. Dafür wären wir auch vorbereitet. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Sag mir mal. Das habe ich am Anfang übrigens gedacht. Weil in unserem Plan stand nur Overcooked und ich dachte, was spielen die jetzt nochmal den alten Scheißkäse? Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass der zweite Teil schon da ist und dann habe ich mich gefreut. Es wird nämlich sehr laut und hektisch Wir werden uns lieben danach. Du hattest ein bisschen Angst, dass wir uns zerstreiten? Naja, noch mehr als sonst, ne? Nein, aber es ist so, die Emotion immer noch mehr. Wird ja rauskommen. Zusätzlich fühle ich mich ein bisschen beobachtet durch. Ist auch ein bisschen was von dir, Sandro, drin im Gesicht, ja, da, oder? Ja, so leicht dezent. Also Ede sehe ich da weniger als jeder Ben und dich. Aber bei mir fehlt das Stück Bart hier. Ja, das ist vom Ben dann zu worden. So ein bisschen. Ja, aber Overcooked, ich habe den ersten ein bisschen gespielt und dann immer nur die Schreie gehört, wenn ihr es gezockt habt. Und ganz ehrlich, ich hoffe, ich überlebe es. Ne? Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Wir haben eben noch drüber geredet, genauso werden auch die Highlights wahrscheinlich für diese Sendung rausgesucht. Auf die Timeline geklatscht, was meintest du, geguckt, wo es am lautesten ist? Snip, snip, Highlight, Baby. Ja. Das geben wir für euch auch gerne. Ihr könnt gerne auch Highlights von den Sendungen hier selbst produzieren und uns schicken. Ja? Geht in fünf Minuten, haben wir gemerkt. Packt das Video in eine Timeline bei einem Schnittprogramm, guckt, wo es laut wird und schneidet alles aneinander. Fertig aus. Bitteschön. Dankeschön. Ja, vielleicht dann noch so ein bisschen die Tonebenen ineinander faden, einfach mit dem billigen Mixer einfach dazwischen klatschen. Vorsicht. Ne? Kabel hier aus. Dann machen wir das so, das hier ist länger. Das, ja. Okay, warte. Jetzt was? Also Spieler 1, 2, 3, 4. 4. Alles klar. Okay. Wollen wir das so lassen oder wollen wir es jetzt einfach so lassen? Wir sehen es ja gleich hier. Jeder okay. Wirt, erklärst du uns das Spiel und können wir ein bisschen Sound haben, Regie, oder gibt es sowas noch nicht? Es ist ja noch nicht die Finale. Da hören wir was. Ist es denn schon draußen? Nee, es ist noch gar nicht erschienen. Das ist eine Preview-Version, die wir haben. Also das heißt, wir werden ausgewählte Levels spielen können. Aha. Aber wir haben hier schon mal eine Auswahl an vielen verschiedenen Charakteren, die es im vorigen Teil gar nicht gab. Also jeder kann ja schon mal sagen, welche Farbe er hat. Also ich bin ganz links, blau. Ich bin rot. Ich bin grün. Ich bin gelb, ganz rechts. Ich spiele natürlich den Panda. Bitte nicht mein Gesicht klauen. Such dir eine eigene Identität. Ich nehme diese sympathische Oma. Ja, dein Scheiß. Diese sympathische Oma. Dann nehme ich Mr. Mauskewitz. Mr. Mauskewitz, okay. Mäuse in der Küche und ein Panda-Bären. Ich habe den Pixar-Film gesehen. Das war eine Ratte, oder? Das war alles Ratte. Das heißt ja nicht Maus-Tatouille oder so, ne? So, Moment. Ich muss hier echt aufpassen, dass ich nichts einreiße. Okay, ich würde mal sagen, wir starten ein neues Spiel. Eine Frage, spielen wir denn jetzt Koop oder spielen wir gegen spielen alle zusammen? Dann können wir uns ja gar nicht zerstreiten. Doch, wir können uns zerstreiten, wenn du nicht das machst, was ich dir sage. No! Ja, sehr, sehr wichtig. Ich habe der Regie vorhin gesagt, wir brauchen ein Vote. Wir brauchen einen Anführer. Wir brauchen einen Chefkoch, der uns sagt, was wir machen sollen. Denn dann funktioniert es viel, viel besser. Als wir haben, ich dachte, wir haben unseren Chefkoch. Gibt auf jeden Fall den besten Koch. Aber ich kann ihn nicht hören, ich bin nicht mehr unschuldig genug. Ich würde vorschlagen, dass wir wirklich ein Vote machen. Ich möchte aber nochmal sagen, also, dass ich sehr schlecht bin als Chef. Also wir werden mit mir nicht zur Rande kommen. Du weißt ganz genau, dass die dich jetzt alle wählen. Deswegen sage ich nochmal, sollte ich jetzt gewählt werden, dann erwartet bitte nichts, denn ich habe das schon mal gespielt. Budi war immer der Chef. Budi ist so ein Typ, der ist in der Küche, ist da gehört er hin. Du merkst richtig, also, das ist sein das ist wie so ein Fisch im Wasser. Sein Metier. Da werden Befehle gegeben und die Leute, der hat diesen Bruce Lee-Style auch. Die Leute machen das. Er ist der gute Gordon Ramsay. Naja, haut ihn vielleicht später. Budi kann nicht nur schnacken, sondern auch snacken. Das snacken kann er. Lass mal kurz was snacken. Wer seine Wampe sieht, weiß, der Mann verdient es, weiß, wie man kocht. So, wir fangen neu an, ne? Genau, wir fangen ganz neu an. Wer muss ab? Wie gesagt, es gibt nur ausgewählte Levels. Okay. Und ich habe bisher, glaube ich, auch nur drei gespielt. Sandro, nimm da ganz viele, auch sehr viel Überraschung. Ja, aber dann sehe ich nichts mehr vom Fernsehen. Verteilt euch mal gemütlich auf die Couch. Guckt euch doch mal das Fernsehbild an. Ja. Ich sehe doch nichts mehr dann. Das ist doch nichts. Gregor. Komposition vor. Wie so ein altes Ehepaar. Wer hat sich jetzt entfernt? Da ist nicht mehr viel los. Das ist eine Drei-Account und ihr habt eine Zwei-Account. Das ist der Punkt. Wer von euch hat sich jetzt hier zu weit wegbewegt? Ich sollte mich rübersetzen. Weiter mit Leertaste. Ist doch alles gut. Drück mal A. Ja. Okay. Jetzt bin ich doch. Okay. Hoffen wir doch, dass es. Ach ja, stimmt. Wollen wir unsere Namen noch eintragen?
Können wir das? Müssen wir das? Dürfen wir das? Nee, ich glaub, jeder hat seine Farbe. Man sieht im Spiel eh nicht, wenn man muss dann so ein bisschen auf die Farbe achten. Okay, Couch dann das, das diese Levels mit dem Hund drauf, ich glaube, das sind die Kevin-Levels. Das sind ganz, ganz schwierige Levels. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Okay. Und jeder kann den Wagen benutzen. Ja, jetzt werden wir schon auf keinen Fall weiter. Das ist eine sehr gute Entscheidung. Das ist doch die Entscheidung gewesen. Das ist doch die dümmste Entscheidung. Das war auch schon im ersten Teil so. Ach okay, so. Bitte zu 1, 2 rüber. Ach so, wir sollen darüber. Ja, warum dann überhaupt rumfahren, ne? Ja, Simon möchte schon den Anführer spielen. Ich merke es schon. Nein, er will fahren. Ich möchte wissen, was der Chat sagt. Was sagt der Chat? Was sagt der Vote? Ich dachte, wir wollen alle zu 1, 2. Wo denn sonst hin? Frage ist, okay. Haben wir denn einen Chat? Das ist okay. Diese Anarchie um jeden Grund-Mentalität von dir, ne? Chefkoch, Fragezeichen. Einfach Hauptsache dagegen. Okay, dann machen wir das. Anti, Hauptsache Anti. Ja, du bist doch jung. Erklär mir mal das Spielwelt jetzt. Okay, mit A nimmst du Sachen und mit X verarbeitest du sie. Ja. Tschak, 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 tschak. Mehr brauchst du nicht zu wissen. Mehr brauchen wir. Nochmal, ich hab nicht. Ich nehme dich verarbeiten. Du holst das aus der Kiste, packst es auf den Teller. Es geht schon los, wir haben hier. Wir sind kopflos. Okay, erstmal Reis kochen. Lass uns erstmal langsam reinkommen. Wer nimmt den Topf da weg? Okay, erstmal schön Reis kochen. Kopf genommen, erstmal schön Reis kochen. Für Sushi brauchst du hier Nori-Blätter, Fisch und Reis. Reis muss jetzt gekocht werden, Fisch muss jetzt gekocht werden. Moment, ganz kurz. Warte mal, wisst ihr, jetzt zu viel. Wir jetzt bleib mal stehen. Komm mal, geh mal. Okay, Hammer-Time, okay. Geh mal weg von die Schneidebrett und lass uns erstmal drüber reden. Geh mal weg von die Ding. Okay, ganz ruhig, okay. Lass uns erstmal drüber reden. Wir sind ein Team. Also, wir sind Köche, ja? Wir sind okay, das ist eine gute Info erstmal. Okay. Es gilt Reis, Sushi zu machen. Es geht darum, Reis zu machen, genau. Also Fisch, Reis, Sushi, oder? Genau. Was? Das heißt, wir müssen Reis nehmen, in den Kochtopf rein und da ist dann unten eine Leiste, die dann zeigt, wie weit der Reis ist. Und wenn das Ding voll ist, heißt es, okay, der ist durch. Da muss ihn einer runternehmen. Da muss ihn runternehmen, sonst verbrennt das Ding. Okay. Und den Fisch muss man irgendwo auf eine Platte, dann mit dem Messer und dann zerstückeln. Genau. Und das muss man dann zusammen in so einen Teller packen. Ja, wir können ja alles erstmal auf den Teller packen. Wieso, und das Blatt wieso dann zeigst du das okay. Nicht einmal, wie jetzt, als alles vorab ist? Ja, lass es so machen. Genau, wir machen es einmal so. Ist vielleicht in der ersten Runde wird der Chef, weil... Ja, gerne. Das gerne. Sehr gerne. Wird. Also als Vorschlag. Es ist dein Gericht, Mann. Wie es geht. Ja. Okay, los. Schau mal, hat du die Hand so zu, ne? Also, hier. So, ich geh weg. Reis, gekocht, ja, Reis fertig. Wo nimmst du Reis? Nochmal der Blaue. Ja, da, ich bin der Blaue. Pack Reis hier auf Teller. Aha, okay. Oh, nimm mal das auch runter, das brennt gleich. Hilf mir mal, ne? Was denn? Okay, nein, Chef, mach schon. Chef, mach selbst. Nicht. Okay, Fisch habe ich schon genommen, ne? Schon zerstückelt, zerhackt und so, ne? Okay. Ich nehme mal hier. Pack drauf. Oh, guck mal, schon fast fertig. Jetzt fehlt noch ein Blättchen. Oh, voilà, der Sushi. Okay. Und dann packst du das Ding. Wird. Also einer muss die Sachen erklären und nicht einfach einer muss Fisch machen, einer muss Reis machen, einer muss den Teller vorbereiten und einer muss sauber machen. Genau. Okay, also ich habe einen Fisch genommen. Ich mach. Und schnibbel ihn. Ich mach okay, dann mach Reis, brennt gleich. Reis, ich mach das Blatt, ich so. Mach die Teller, okay. Ich mach den Scheiß. Und der Fisch kommt jetzt in den Kochtopf, ja? Nein, der Koch. Seit wann wird Sushi gekocht? Mein Sushi wird immer gekocht. So, es gibt keine Teller, weil ihr so lahm seid. Hier sind überall Teller. Nein, ich meine Teller zum Abwaschen. Ja, da hier. So, ich packe. Okay. Nee, Teller. Hier okay, so. Hier wird noch nichts abgewaschen, weil es das erste Level ist. Da läuft ein dicker Jucker. Ach so, ja, dann muss ich ja. Ich verstehe das nicht. Ein bisschen helfen. Oh, okay, ich raff hier gar nichts mehr. Okay, den Reis muss ich kochen. Genau, Reis. Kochen. Ah, Topf da lassen. Reis rein. So. Wir kommen schon. Okay, guck mal. Wo ist denn das Rot. Wasser? Okay, was? Da fehlt noch ein Blättchen. Ja, nur okay, ich schneide ein bisschen Fisch. Ne? Ich leg den hier oben hin. Bam, fertig. Da oben hier, wo ich stehe, da brauchen wir noch ein Blättchen. Ich und ein bisschen Reis. Okay, schaut einfach, dass alle Teller. Da hat das Ding gekocht. Da packe ich das hier rauf. Dann packe ich eine Suppe da rein. Schaut einfach, dass alle Plätze belegt sind. Das ist weggeflogen. Oh, weg. Moment, hier brennt's. Ach, ich mach die Gerichte mal da unten. Okay, ich lösche es. Okay. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. So, da ist. So, und jetzt fehlt da noch ein bisschen Fisch. Ah, oh, packst du Fisch rauf und weg damit. Wohin? Hier. Ja, genau. Sehr schön, ihr macht es gut. Wir sind on fire, seht ihr das? Ah, das kocht. Jetzt. Das kann weg, das kann Mülleimer. Was ist denn mit den Sachen, die hier einfach liegen, die man nicht mehr kriegen kann? Ist verbrannt. Wo ist denn der Mülleimer? Hier liegt einfach so ein Fisch rum. Oh, hier liegt ja noch ein Fisch rum. Ach, da ist ein Mülleimer. Ja, bisschen, da kann man zusammenpacken und dann schauen. Wo ist denn der Sushi? Feuerlöscher eigentlich, wenn man ihn mal braucht? Ja, ich hab den hier hingelegt. Okay. Okay, wir müssen Reis kochen. Ist echt schlecht. Reis. Okay, da macht jemand Fisch. Das Fisch ist gut. Wird nicht gut, gammelig gut. Oder so. Dann kannst du einfach ewig liegen lassen. Ja, genau, kannst du ewig liegen lassen. Kannst du auf den Boden packen, ist kein Problem. Wir könnten ja die Sachen ja eigentlich verteilen, ja? Dass jeder eins von den Zutaten. Das wäre eigentlich macht. Logisch, ja. Genau. Und schön die Teller noch so, hier ist Reis. Okay, ich brauch Schneidebretter. Okay. So, wir brauchen Reis. Reis. Ganz kurz, da oben ist das fertig, das ist ein Symbol für fertig, oder was? Okay. Okay, so, rein. Hier raus. Weg damit, ihr könnt. Schön, hast du toll gemacht. Oh, das ist so. Reis. Ach nee, jetzt muss in den Teller rein, ne? Okay, muss da noch, rein unten. Oh, Gott. Okay. Was muss da unten Reis, noch rein? Da fehlt noch Reis. Okay, wir haben da Reis fertig, da haben wir noch Fisch und Nori-Blatt und Teller und dann fertig.
Oh Gott. Okay. Wo waren die Teller nochmal? Die liegen. Oh, die werden oben rechts ausgegeben, glaube ich. Ja, mit dem Topf. Wer nimmt den Topf hier einfach so? Ah, okay. Naja, ey, komm, wir haben jetzt. Okay, das ist die erste Runde, ey. Und einige der Leute haben anscheinend noch nicht gespielt. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind ein gutes Team. Ich finde ja, das positive Energie. Positive Energie. Hast du wunderbar gemacht. Ey, 3 Sterne. Ey, ist doch geil. Alles gut, ne? Cool. Da hätten wir uns gar nicht anstrengen. Nee. Wir auch mit 2 jetzt. Das ist auch reicht. Okay, trotzdem möchte ich wissen, wer jetzt unser Anführer ist, weil jetzt hab's her. Also nach der Nummer tippe ich sehr, dass man dich einfach behalten sollte. Genau. Naja, es sei denn, die wollen ein bisschen Action haben. Was ist denn hier nicht? Warum ist das alles? Ach so, das war dumm von mir. Oh, hast du? Du hast noch eine Flasche mit ein. Ich habe eine halb offene Flasche, Ich habe sie immerhin geöffnet, aber jetzt habe ich eine nasse Hose. Und die halb offene ist immer noch verschlossen. Meist ist das vom Vorteil? Weiß nicht. Dann fahre ich uns schon mal zum nächsten Level. Und das Ergebnis ist. Ah! Simon! Simon, du bist unser Anführer! Mann! Ja. Leute, ihr müsst doch realistisch denken. Ihr müsst das doch planen. Wir wollen das doch schaffen. Ja, das wird schon. Ich bin völlig bereit, aus dem Weg zu gehen und einem echten Anführer. Du musst einfach das Schneidebrett zu überlassen. Du musst einfach das ist die aber Aufgaben dein Schicksal. Verteilen. Ja, das mit dem Verteilung. Im Ernst, dieses Gericht hätte ich jetzt mal nicht so hingekriegt wie du. Ich hoffe, es kommt Burger. Nee, schon wieder Sushi. Es ist Sushi, okay. Hier in Nigiri oder was ist das? Nee. Das heißt einfach nur irgendwas Sushi. Mit B könnt ihr sprinten, wie ihr seht. Glaubst du, es ist nochmal Sushi jetzt? Es ist nochmal Sushi, aber diesmal noch mit einer anderen Kreation, sondern mit Gurke noch. Und es ist ein Laufband. Gurke. Ah, okay. Also es gibt 2 verschiedene Sushi-Sorten. Okay. So, jeder macht jetzt einen Job. Wer macht was? Ich mach Fisch, oder? Fisch, ja, ja. Wir brauchen noch Reis. Wer macht Reis? Ich mach Gurken. Okay. Genau. Achtet darauf, dass ihr euch nicht so hier blockiert in der Mitte. Ja, deswegen versuche ich. Das Laufband geht auch dummerweise in eine Richtung. Die Gurken. Aber du kannst durch B sprinten, also kannst du ein bisschen gegenlaufen. Okay, wo sind die Schneidebretter da? Das sind die Schneidebretter. So. Teller müssen diesmal auch gewaschen werden. Im ersten Level war es halt so, Teller. Dass Teller noch nicht gewaschen werden müssen. Wo werden die Sachen platziert in der Mitte? In der Mitte, ne? Ei, shit, ihr müsst aufpassen, wenn ihr. Nein, blockier mich nicht! Ah! Der Reis! Ich bin beim Reis. Rette den Reis! Habe ich. Sehr gut. Teller, oder? Okay. Zum Teller. Pack auf den Teller. Als erstes muss Fisch, genau. Kannst jetzt mit Fisch packen können, aber das mache ich dann. Hier ist Fisch. Sag mal. Oh shit, der Reis brennt! Oh. Oh, hier brennt er auch! Hier brennt der Reis. Geworfen, oh, shit. Ich hab den, scheiße. Der Reis ist im Arsch. Statt Gurke hat Nori Blättchen. Der Reis ist im Arsch. Ein Mülleimer damit. Da, hier, Feuerlöscher! Feuerlöscher in der Mitte! Wo? Ich hab jetzt oben, die Gurke in der Mitte! Wohin damit? Oh shit, die Küche brennt! Was löscht du da? Es brennt rechts! Es brennt! Warum bist du links? Ist das andere rechts? Ach so, sag doch einer. So, Sushi, da ist noch Sushi hat überlebt. Ich hab's unten kochen gesehen. Ach, ja, hier ist. Okay, Reis muss wieder. Alles im Müll, alles muss. Das ist doch furchtbar. Der Reis brennt. Ich hab eine Gurke bisher geschafft. Gut. Jetzt lass mich die Gurke erstmal machen. Hier. So, lass mich mal woanders. Wir müssen nicht immer zur Mitte. Wir müssen Gurken-Sushi retten. Okay, dann lass doch sagen, Leute, manche von uns machen von außen und andere von innen. Ja, es ist irgendwie nicht. Geh weg! Ja, wir sind nicht koordiniert. Ja. Versuch, okay. Okay, wir brauchen nochmal Gurke. Ja, ich hab Gurken Sushi. Hier ist Fisch fertig. Okay, können wir eine Sache festlegen? Wir fahren nur mit den Fließbändern in die richtige Richtung, in Laufrichtung. Weil ich glaube, dass das viel Probleme beheben wird. Das fängt gut an. Das ist eine gute Idee. Okay. Ah, war Reis, genau. Sehr gut. Reis gerettet. Alter, ist das anstrengend. Wer hat die Gurken mit. Ich pack nur Sachen hin. Das war wahrscheinlich. Ich bin nur froh, wenn. Okay, ich nehme den Reis runter. Ich gehe Teller waschen. Ja, Mann, ich wollte Teller waschen. Ich mach's. Was? Ja, das ist eigentlich mein Job, ich mach's. Jetzt baue ich hier nochmal eine Gurke. Braucht noch jemand eine Gurke? Ey, misch bitte Gurken nicht mit Sushi, mit Fisch zusammen. Warum? Da kommt doch alles in den Bauch. Nein, ja, wir brauchen aber Gurken separat und Fisch separat. Man kann auch so denken, ne? Ich weiß auch, wie picky Menschen sind. Oben rechts ist Fisch auf jeden Fall. Eine ganze Menge. Guck mal, das, was ich in der Hand habe gleich, das können wir gleich in den Müll packen. Was ist das? Weg damit. Okay. Ich hab mit Liebe dran gesessen. Wir brauchen. Nein, Liebe brauchen wir. Wir brauchen ein Sushi mit Gurke. Okay. Ohne. Oh Gott, das wird alles nichts. Hier brennt schon wieder was. Ich mach schnell. Ach. Hier sind gar keine Teller hier. Macht das schon. Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Fleisch hin soll. Gurke? Ja, was denn jetzt? Oh nein, da brennt schon wieder was. Okay, Feuerlöscher. Okay, warum wieder was mit Gurke? Nein, da brennt schon wieder was. Ach, oben wird auch noch was Zeug angezeigt. Oh, ist das wieder Müll? Oh Mann, alles kaputt. Wie kann man sowas wegwerfen? Mit A. Okay. Ach, hier kann man auch kochen. Es ist so furchtbar. Wir sind so schlecht. Nee, ich nehme gegen den Uhrzeigersinn recht. Ja, ich muss halt nun mal auch da. Nein, du läufst einmal rum. Es gibt eine Regel. Wir laufen hier nicht gegen den Uhrzeigersinn. Okay, in den Topf. Okay, ich habe noch hier Teller. In der Mitte. Oh shit. Das wird. Ich bin jetzt wirklich einmal rumgelaufen. Super. Ja, drück doch B, sprintest du. Alles gut. Oh, das gibt's auch.
Ich hab noch Film. Oh, ja, klar, okay. Ich hab's nicht hingekriegt, Alter. Das lief ja super. Wow. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin auf Platz 2, sagt es. Was? Wer sagt es? Ja, du bist nein. Spieler 2. Also, es reicht auch. Also, ich hab überhaupt nicht helfen können als Anführer, weil ich selbst keinen Überblick habe. Das, die eine Ansage hat, glaube ich, funktioniert. Aber die erste. War's. Die Aufgabenverteilung. Ja, und wir bleiben dabei, dass wir nicht gegen den Uhrzeigersinn rennen. Okay. Was ist, wenn es jetzt aber andersrum ist, das Förderband? Glaube ich nicht. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, was ich mit den Zutaten dann mache. Okay. Wohin damit? Okay, wir machen das nochmal. Okay, ja, das ja, müssen wir halt auch. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir müssen die Grundregeln festlegen und einer darf nur für eine Zutat zuständig sein. Auch wenn es drumherum ist. Wenn einer der Gurkenmann ist, ist er der Gurkenmann. Der ist der Gurkenmann, so lange bis. Okay. Aber das hat ja ganz gut geklappt, okay, dann, eigentlich. Moment, dann müssen wir noch einen haben, der dann die. Naja, der Anfang. Also bei mir war klar, ich mache halt Fisch. Okay, Achtung, es geht los. Jeder sucht. Okay, ich bin wieder Reisboy. Okay, ich bin Gurkenmann. Ich bin der Fischboy. Okay. Ich nicht gegen den Uhrzeigersinn! Ja, okay. Wen hab ich da wieder gegen Uhrzeigersinn? Ja, tut mir leid. Ich war auch, sorry. Alter! Wir hatten one job. Aber das Grüne gehört doch überall hin, oder? Also alle Teller immer das Grüne kommt überall. Genau, ja, Grün, geil. Grün machen wir es doch so. Das Grüne und Reis kommt überall hin, aber nur hier Fisch und Gurke sind halt so ein bisschen getrennt. Okay, Reis ist durch. Wer wollte wieder gegen Uhrzeigersinn rennen? Ich drehe niemand. Ich dreh weiß nicht, wer Grün ist. Ich drehe am Rad. So. Ha, was willst du denn? Ich muss Reis loswerden. Sorry, jetzt muss ich auch gegen Uhrzeigersinn rennen. Nee. Ja, nee. Du sollst brennt es an. Willst du es brennen sehen? Okay, das ist die eine Möglichkeit, wo man sagt, jetzt seid ihr alle in der Mitte. Ihr müsst. Was ist denn hier los? Ich muss den Reis. Jetzt hab ich ihn. Ach shit, ich muss kurz. Ich hab keine Ahnung, ob ich Reis nochmal rot, ne? Okay, Reis ist fertig. Wohin damit? Okay, da ist schon mal Sushi. Ist so. Ich hab keine Ahnung. What the fuck, da ist ja alles drauf. Ich habe jetzt. Wer will das? Niemand will hier. Das ist. Gib's trotzdem ab. Nein, das sind Minuspunkte, Mann. Raus damit, weg, Mülleimer. Nein, das wird so viel Arbeit. Es gibt keine Punkte dafür. Hier, ihr habt irgendwas zu essen, bitteschön. Ja, hier gibt's keine Mitleidspunkte. Ey, das mit dem Reis, wer auch immer den Reis macht, muss ein bisschen darauf achten, dass der auch nicht überkocht. Weil ich rette den die ganze Zeit und komme nicht zum Anfang. Ja, okay. Wer läuft denn wieder in den Uhrzeigersinn? Da brennt nichts an. Weil ich die ganze Zeit rette. Ups. Oh shit. Siehst du? Ja, hast du es zurück, ja, ne? Ja, okay, dann leg doch. Ich weiß nicht, ja, ich gehe Teller waschen. Nicht mehr, ich gehe Teller waschen. Weil wenn die Teller. Ich gehe Teller waschen. Ah, man kann Teller du sagst waschen. Ja immer, es wäre die falsche Zutat. Hä? Deswegen traue ich mich nicht mehr. Du siehst ja, was oben links gebraucht ist. Das ist völlig nur einzelne Zutaten. Das ist alles zu viel. Wir brauchen hier nichts Gemischtes. Ist es vielleicht sinnvoll, wenn einer zubereitet, also in der Mitte die ganze Zeit bleibt? War nur so eine Idee. Ja. Ja, ist eine gute Idee. Der Reis brennt, der Reis brennt. Mag die Idee, scheiße. Okay, dann muss löschen. Ich ein bisschen rumlaufe damit. Geht nein, das? Nein, das hilft nicht. Ah, nein, in der Mitte, oben mit. Wo ist der Feuerlöscher? Wo ist der Feuerlöscher? Oben! Ah! Okay. Weg jetzt. Du schaffst es. Ah. So, ich park ihn unten. Er ist unten, unten rechts. Wir werden ihn brauchen. Okay, wir brauchen. Fisch. Ich park den. Okay, ja, wir brauchen noch Plättchen. Gegen den Uhrzeigersinn. Oh, ein Blättchen. Verbrannten Reis bitte im Mülleimer. Okay. Nochmal Fisch? Wir brauchen nochmal Fisch? Ja, ist in der Mitte. Fisch. Okay, sehe ich. Viel. Okay, wir hier brauchen noch überall Reis rum. Wir brauchen ein Blättchen. Wir den? Blättchen, Reis und einen Teller. Wo ist denn Blättchen eigentlich? Echt? Ich dachte, hier ist ein Blättchen. Wo sind wir hier? Okay, Reis. Ich brauche Reis. Hier, Reis bitte, dort wo ich stehe. Ey, Leute. Mach noch eine Burg. Ich weiß schon, du musst ein bisschen. Ich will doch nur das ablegen. Ach so. Da brennt wieder was an. Rettet es, rettet es. Was, wo? Ach, shit. Oh, schon wieder Feuer. Ah! Sollte ja einer vielleicht den Feuerwehrmann geben, permanent. Ich will ja, aber die ganze Zeit nehme ich den Fisch in die Hand. Verdammter Fisch. Feuerwehrmann Simon. Kein Problem. Ihr Leute, ihr müsst auch den Kram schon runterstellen von mir. Uiuiui. Ey, wir sind wirklich nicht gut. Das ist wirklich nicht. Keiner von uns hat eine Ahnung, oder? Was wir gerade machen. Also, oder geht's mit mir so? Also, ich bereite hier meinen Fisch vor. Shit, Mann. Wie machen wir das oben mit der Abarbeitung? Ich bin okay. Wieder zwei. In welcher Reihenfolge machen wir das? Ist es vielleicht sinnvoll, wenn einer in der Mitte sich um die finale Zubereitung kümmert? Okay. Ja. Und alle anderen scheffeln halt so zu. Wir brauchen, genau, der in der Mitte macht die Zubereitung. Der organisiert dann auch die Teller. Die Regie sagt schon, bitte Ende. Wir nehmen das sehr ernst. Wir nehmen die Unterhaltung unserer Zuschauer sehr ernst. Wir machen uns jetzt, wir gehen in Medias Res, wir überlegen uns eine Reihenfolge. Das war schon ein sehr guter Anfang. Wir haben zwei Regeln der Küche, haben wir jetzt schon erlernt. Gleich geht's weiter mit Runde 1.6, ein Sterne-Restaurant am Start. Jawohl. Bis gleich.
Overcooked, wir sind wieder da und wir haben beratschlagt eben, was wir jetzt machen. So richtig bin ich mir noch nicht ganz im Bilde über den Plan. Aber ich fand den Vorschlag von Wirt auch ganz gut, dass sich einer vielleicht nur um die Zubereitung kümmert, weil jeder guckt auf tausend andere Sachen. Das war eigentlich meine Idee von Anfang an. Na? Das war meine erste Ansage. Aber wir haben alle recht. Wir sind ein Team. Wir haben alle recht. Ein Schwarmverstand. Also unser Problem ist, glaube ich, die Koordination. Oh Gott, und sobald eine Konstante reinkommt, was machst du da? Ach, das sehe ich jetzt erst. Das ist ja furchtbar, oder? Das ist furchtbar. Das ist ja noch. Guck mal, das passt ja perfekt. Immer schlimmer. Mach mal Muckis. Jetzt müssen wir leider wieder arbeiten. Es war ein sehr schöner Anfang. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Das war toll. Wirt, mach doch einfach noch. Genau, ich würde sagen, wir machen das Level nochmal, weil ich will nicht so vom Platz gehen. Oder wollen wir, jetzt kriegen wir wieder Ärger, weil wir haben ja eben ein Vote gestartet. Vielleicht einmal kurz den Vote auflösen, dass jetzt, falls jetzt jemand anders kommt, der noch einmal machen muss, aber dann haben wir uns. Okay, gut. Gibt's ein Vote, ja oder nein? Wir können auch einfach. Ich habe euch meine Taktik getan. Okay. Ich habe die Taktik. Ich starte den Vote jetzt neu. Okay, für die nächste Runde. Für die nächste Runde. Für die nächste Runde. Okay. Nein, wird gestartet! Okay, ich schreibe Pause. Also, wir müssen die Territorien einteilen. Wie Sandro gesagt hat, einer ist in der Mitte, der verteilt alles, der bestimmt den ganzen Sushis. Er muss dann oben links dann auch mal drauf achten, was benötigt wird. Gurke, Fisch. Links, das mache ich, da stehe ich ja. Ich werde dem Typen rechts dann immer die Zutaten geben, die er benötigt. Also Gurke oder Fisch, damit er die dann auch zerstückelt. Ja. Die Person ganz rechts kümmert sich darum, dass der Reis dann und die restlichen Zutaten dann auch zu Person. Kannst du nochmal anfangen, bitte? Gibt's auf. Na, ich finde, es war ein guter Anfang. Und die in der Mitte, die Person in der Mitte muss auch sich darum kümmern, dass die Teller dann auch immer vorhanden sind. Okay, wer will die Person in der Mitte sein? Sandro will? Nee, ich wollte was anderes noch ansprechen. Wollen wir vielleicht auch aufteilen, wo wir dann das Zeug ablegen? Also, dass zum Beispiel der Fisch immer in die Mitte. Ja, aber du kannst ja nicht alles einfach in die Mitte packen, weil vielleicht ist ja dann kein Platz für denjenigen da, der eigentlich da Sachen. Ich hatte auch oft die Probleme, weil man auch auf die Schnelle nicht sieht, welcher Platz nun mit was belegt ist. Genau. Dass du sagst, unten rechts irgendwie wird der Fisch immer abgelegt und links. Das ist doch eine gute Idee. Unten rechts der Reis. Ne? Unten rechts der Reis, weil da unten die Kocher sind. Zum Beispiel. Das ist eine gute Idee, finde ich. Oben, wo sind denn die Schneidebretter? Oben die sind ist oben eins. Rechts. Deswegen ja, dann Person oben rechts links, Fisch. Die Person links gibt dann immer den Rest. Der muss man auch nicht, der muss man auch nicht hin und her rennen. Okay, jeder bleibt in seinem Feld. Machen wir es so. Ich bin gelb bei den Reisköchen. Okay, du bist dann. Also so die Homebase ist quasi bei mir bei den Reis. Du willst die Map also aufteilen? Ja. In vier, in vier Felder. Oben links, oben rechts, unten rechts, unten links. Ja, dann rennt man sich auch nicht ständig um, so, weißt du, in dem Feld. Okay. Das ist, also man muss ja eh noch so ab und zu hin und her laufen. Also so wie gerade stehen, teilen wir uns gleich auf, würde ich sagen, oder? Grün hat Gregor, unten links. Ist okay mit dir? Ja, ich gelb hat unten warte nur, dass jemand sagt, Gregor schneidet die Gurke. Gregor, was macht Gregor? Wir müssen uns um Gregor kümmern. Gregor? Ich bin rot. Du bist rot. Ich bin immer zweiter, du schnibbelst immer die Sachen. Ja. Gurke oder? Gurke oder Fisch, was immer halt benötigt wird. Das reiche ich dir dann rüber, ich bin blau. Eine Frage, kann der Typ oben links, wer ist das? Das bin ich. Kannst du nicht einfach aufs Förderband die Sachen legen? Oder ist das eine dumme Idee? Weil dann würde ich regelmäßig Reis kriegen und Gurke und alles. Könntest du nicht Reis und Gurke aufs Förderband legen? Aber die gehen nicht drumherum, ne? Das Förderband das geht noch von links. Ja, aber ich brauche ja auch nur oben den Reis. Also ich würde Reis kriegen, du würdest Gurke kriegen. Ja, könnte ich auf den Boden. Und du selbst kannst ja auch noch was schneiden. Ja. Also. Ich ist nur ein Vorschlag. Okay, wir probieren es einfach aus. Okay. Warte mal, weniger ich bin jetzt zum Beispiel ganz links. Soll ich denn die ganze Zeit jetzt abwaschen oder was? Und helfen. Also Küche brennt oder irgendwo braucht man Hilfe wahrscheinlich. Wir kriegen schon. Wir müssen fest. Oder du schneidest auch Fische so. Ja. Was ist denn mit dem in der Mitte, der zubereitet? Weil wenn Simon sich um den Reis kümmert, dann packt jemand die Sachen und nicht. Ja, okay, dann schneid, dann mach du das doch. Bereite doch du zu. Ich wünschte, dass der Schnaps. In der Mitte. Du machst Geschirr und zubereiten. Das ist ganz gut, weil du eh mit dem Geschirr dann hantierst. Weil du das Geschirr dann wieder zurückholen musst und dann kannst du. Okay, komm, so machen wir es. Du packst dir einfach die Zutaten zusammen. Du musst ja nur mit einem Teller rumgehen, wenn ich es richtig verstehe, hinlegen, wieder zurücknehmen und schon sind die gemixt. Also läufst du mit dem Teller rum, zuck. Je nachdem, was gebraucht wird. Oben links wird es ja angezeigt. Okay, komm, wir sind so perfekt, Mann. Die Küche wird, das wird drei Sterne, ich fühl's. Okay, okay. Wir kriegen's hin. Oh! 3, 2, 1, Küche! Okay. Ey, geil, Mann. Wir kriegen's hin. Okay. 3, 2, 1, go! Panik. Bereit, ich weiß nicht. Es brennt alles. Okay, Fisch, wir brauchen Fisch. Probier das mal aus, ob man Reis da hinlegen kann. Hier, Fisch. Danke. Ob man da drei Reis hinlegen kann. Fisch. Wir brauchen zweimal Fisch. Okay, ich schneide Fisch. Die Blätter kann ich hier schon mal auf den Teller packen. Weil da ist Fisch.
Achtung, ich muss oben schnell durch, sorry. Okay, danke. Ihr legt mir das denn hin, ne? Ich warte Fisch. In der Mitte. Noch. Ja. Zweimal Fisch, bitte sehr. Fisch, wir werden es brauchen, wenn du noch Reis. Achtung, nach, Moment. Nachdem wir zweimal Fisch gemacht haben, brauchen wir zweimal Gurke. Gib mir Gurke. Da liegt die auf dem Boden. Achtung, Reis. Ich muss ja Reis, sorry. Ich brauch Teller irgendwie für den Shit. Okay, ich brauch... Falsche Taste. Okay. Sandro, ja. Nimm das, den Teller und pack ihn auf den Reis. Ja, aber Moment mal. Pack ihn auf den Reis! Pack ihn auf den Reis! Pack ihn auf den Reis! Jetzt kann ich's abgeben, oder? Ja! Ist doch, ja. So, zweimal... Sogar Trinkgeld gab's. Zweite Gurke kommt. So, nach den zweimal Gurken brauchen wir nochmal eine Gurke und einmal Fisch. Ey, ich brauch wirklich mehr Teller für meinen Reis. Du brauchst ihn nicht nach hinten packen, du kannst ihn auch auf den Boden legen. Wie in einer guten asiatischen Küche. Achtung, ich muss kurz hoch. Reis. Ja. Okay. Danke. Okay. Okay, ich brauch noch Fisch. Leute, wo ist Fisch? Fisch muss... Ach, hier oben. Hier liegt es. Warte. Da liegt ein Blättchen. So. Ich schneide hier Fisch gleich. Ein Blättchen. Aber wir haben uns nicht wirklich... Haben wir uns an die Aufteilung gehalten? Ja. Ein bisschen. Oben rechts liegt jetzt alles so... Jetzt muss einer noch Teller waschen. Ja, das muss... Nein, das machst du nicht. Du musst die Sachen hier einteilen. Du musst hier... Teller sind unten. Du musst Sushi bauen. Und ich brauche Teller. Ich brauche wirklich... Okay, ich mach's. Gurke. Hier ist doch schon eine Gurke. Da ist eine Gurke. Ist legst eine du drauf. Achtung, rechts. Einer muss den Reis machen. Einer muss den Reis schnell machen. Was? Ich bin nicht... Oh, shit. Sorry. Sandro! Ich wollte es daneben packen. Ihr macht kann ich fertig. Den weghauen? Was wird denn noch okay. Ich bin hier, ich bin bereit. Achtung, es geht los. Oh, ein Blatt. Das muss ich nicht schneiden, ne? Okay, wie schmeiß ich was weg? Ich hab Mülleimer. Oben links ist ein Loch. Ja. Was ist denn mit dem Reis? Ah, ich muss hier unterstützen. Ich muss hier. Ich bin so ein Springer, sag mir, was ihr braucht, ja? Okay. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten. Ey, wir haben eindeutig zu viel Reis gerade übrig. Nein. Okay. Ich brauch Fisch. Kümmert sich irgendwer um Fisch? Sag mir doch, was ich... Jetzt lass mich doch den Fisch wenigstens nehmen. Den packst mir nicht direkt davor, wie so ein Kleinkind. Ja, doch, Mann. Sag mal, Geschirr ist doch eigentlich die Grundlage. Bestückt doch alle Teller mit Blättern. Ja, oder hier, ne? Du sagst, wir brauchen Fisch. Nein, wir brauchen keinen Fisch, wir brauchen eine Gurke. Ja, ich habe Gurke geschnitten, da in der Mitte. Da fehlt noch Reis, Moment. Da packt doch nochmal Reis drauf. Ja. So, wer braucht noch was? Okay, hochgehen? Ja, Fisch haben wir nirgendwo mehr. Fisch brauchst du, okay, Fisch. Hier Fisch. Zum Beispiel fehlt es noch. Fisch wird gegettet. Wir brauchen auch Teller gleich. Okay, hier brauchen wir noch. Okay. Gurke, da brauchen wir noch eine Gurke drauf. Gurke ist geschnitten in der Mitte. Ich leg noch eine Gurke drauf. Ja, und. Mal bitte weggehen. Ja, da ist. Moment. Nee, ich mach den Stuff. Da oben ist Fisch noch, warte. Mach es doch. Zack. Ich schnibbel ein bisschen Fisch für euch. Oh, okay, dann mach ich mal Teller. Wir immer weiter Gurken. Wir brauchen noch sehr viel Gurken. Wir brauchen nur einmal Fisch. Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß? Das ist Gurke und Reis. Du brauchst auch ein Nori-Blatt. Pack da ein Blattchen drauf. Nein, nicht das. Ich schneide euch noch ein bisschen mehr Gurke. Jo, raus damit. Ein bisschen mehr. Hier noch zwei Teller. Oh. Ich schnibbel noch ein bisschen. Bestücke die mal mit Blättern. Ha, Moment. Muss hier. Zack. Pack da eine Gurke drauf. Pack da eine Gurke drauf. Okay, ich schnibbel die Fisch drauf. Hier fehlt noch Fisch. Zack, zack, Trinkgeld. Sauber. Okay, 4, 3, 2, 1. Geschnittene Fisch und Gurken sind in der Mitte für euch. Nimm, was ihr braucht. Okay, das war schon mal besser. Boah. Ist doch aber nicht so schlecht. Ich bin wieder Zweiter. Und? Na, zwei. Ja. Zwei von drei. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Es wir ist haben, okay. Wir haben nicht wirklich das gemacht, was wir wollten, oder? Nee, ich hab nicht abgewaschen, weil ich gemerkt habe, das geht nicht auf, wenn du beides machen musst. Also sowohl zubereiten und gucken, dass alles da ist und halt auch noch hin und her rennen und abwaschen. Ja. Ich kann mich um den Reis kümmern, aber ich habe immer ein Problem, dass nicht genug Teller übrig waren. Deswegen musste ich ab und zu Teller übernehmen, was scheiße ist, weil das dann brennt. Soll ich dann lieber Teller waschen statt. Das ist also jetzt egal. Er hatte noch. Guck mal, weißt, ja, aber weißt es wird du, ja ähnlich. Nee, aber weißt du, was man für einen Job machen kann? Ich kann zum Beispiel immer gucken, dass an zwei Stellen geschnittener Fisch und geschnittenes Gurkenzeug ist und dann kann ich drumherum mich sonst um die Teller kümmern. Das wäre nicht. Versuch's mal. Guck mal, ob's geht. Wichtig ist halt einfach nicht nur stumpf das machen, was andere sagen, weil oben links steht immer das, was gerade gebraucht wird. Da das einfach ist mal so viel Information für mich. Ich hab auch, aber es kann auch sein, dass jetzt kein Sushi mehr ist, sondern wir. Es ist jetzt was anderes. Ja, mal gucken. Aber 1.6 ist wahrscheinlich immer noch Asia. Kein Sushi sein. Asia Hell. Das war bisher nur Sushi. Es sieht nach Salat aus. Findet keine Damok und guck mal, jetzt können wir die Sachen sogar werfen. Wer hat wieder weggedrückt? Ich mit X. Also werfen mit X? Werfen, X gedrückt halten. Muss man hier überhaupt werfen? Hier, so, was? Salat, wir brauchen okay. Alles. Okay, ich schneide einmal alles Salat. Und einmal einfach nur so Salat. Haben wir irgendeine Aufteilung? Einfach jetzt mal machen. Okay, cool. Gerne packt mir Sachen auf die, ich hacke einfach. Hier ist, es brennt was. Wie kommt das denn? Das kommt random, das kommt vom Heißluftballon. Wo ist denn, hier gibt's keine Feuerlöscher? Und dann? Einfach meiden. Ich komme hier nicht weg, ihr müsst Platz frei machen. Okay, hier fehlt noch Salat und Tomate. Ja, Tomate. TS. Ja, hier ist echt kein Platz. Hier ist halt einfach kein Platz. Hier, legt hier keine Sachen mehr hin, bitte. Leg da doch mal die Tomaten.
Ja, leg die Tomate auf das Schnittbrett, das kannst du machen. Auf Schnittbrett ist okay. So, nimm mal den Salat da oben links. Jetzt, Alter. Nimm den da, pack den da drauf. Jetzt sind wir beide hier fest. Ja, pack den hier noch rauf. Warum hast du das gemacht? Ich glaub's nicht, leg den Salat ja. da hier rauf. Ja, okay, das hat sich gemacht. Ja, wo denn? Jetzt, wie denn? Das kann weggebracht werden. Ah. Ich schneide schon mal Tomaten. Aber kein Werfen mit X. Okay, das nächste ist Salat und Tomate. Alter. So, wo ist Komm jetzt hier. Nein! Ja, wo ist Tomate? Leg hin. Man fällt runter. Ich gebe euch, einen Teller gleich, ich wasche den mal kurz. Oh, kleine Information, man kann runterfallen. Ja, das Zeug, das verschiebt sich. Ah, ich bin Feuerlöscher. Wir sind eingequetscht, was soll denn das? So. Okay, das nächste ist wieder Salat, Tomate. Ja, kommt. Ja, ich wollte mach einen Teller. Hier ist ein. Oh, jetzt verschiebt sich alles. Leg mal die Tomate um. Wo machst du den Teller? Schnippelte Tomate. Ja, hab ich drauf. Hier oben mit Tür, hier ist Tomate. Wohin damit? Weg. Ich mach's von hier aus. Ich pack das weg. So. Ich wasche noch einen Teller. Okay, was wird als nächstes auch wieder? Lässt ich wasch. Salat. Geschnittene Tomate ist fertig. Teller kommt gleich. Teller, wir brauchen Teller. Teller kommt. Geil, leg mal hin. Schön. So. Und weg damit. Danach nur Salat. Wir ja, ich hab's schon in der Hand. Ich brauch einen Teller. Ah, komm. Den Teller irgendwo? Nee, ich geh grad. Wisst ihr, was geiler wäre, wenn man das Schnittbrett zum Beispiel nehmen und woanders hin platzieren könnte? Das ist irgendwie ein bisschen. Oh, what? Wir haben um unser Leben gekocht. Es geht weiter. Das kochen wir nie auch. Auch immer wie noch ein Leben. Aber die Küche ist ja jetzt neu. Oh nein! Okay, da ist ein Feuerlöscher. So, ich bring's weg. Oh, ich komm nicht zum Feuerlöscher. Zack. Okay, Sushi ist jetzt neu dazugekommen. Wir brauchen Gurke und Salat ganz viel. Okay, aber erstmal brauchen wir ein TS. Okay, ich habe Gurken hab ich schon mehr als genug. Ich schneide trotzdem mal eine kurz fertig. Salat brauchen wir. Ah, gut, Salat kommt. Jemand Salat? Warte. Wohin? Einmal da. Ja, unten. Wer hat da die Gurke raufgepackt? Ja, das war ich, glaube ich. Ich hab noch mehr Salat. Ja, pack hier raus. Schmeißt du nicht einfach sofort was weg? Ich koche euch mal Reis. Wir finden immer was dafür. Ist hier irgendwo. Brauchen noch Gurke? Oh, jetzt kommen langsam. Jetzt kommt Sushi. Ja, wir brauchen immer noch TS. Hier oben Salat drauf. Ich hab euch Reis hingepackt. Hier unten ist doch Salat. Lass mich doch noch. Warte. Oh, okay. Der ist schon. Ja. Okay, ist weg. Okay, und danach brauchen wir wieder Tomate, Salat, Gurke. Und danach wieder Tomate, Salat. Ich hab hier Tomate, Gurke. Zweimal Reis ist fertig. Ist falsch, ne? Heißt, haben wir noch einen Salat? Einen Salat noch. Aber erstmal. Darf ich das kurz machen? Ja. Mach ich den Salat fertig? Nee, ist okay. So, wo ist die Ausgabe? Oben. Ganz 12 Uhr. Oben, da wo der. Ja. Zack. Okay, jetzt brauchen wir Tomate, Salat. Und danach wird Sushi gemacht. Ich Salat. Okay, das Reis haben wir. Sehr schön. Hier oben rauf. Da. Ein Blättchen. Okay. Und wir brauchen dreimal Fisch. Ich kümmere mich um den Fisch. Gibt's hier Fisch? Ah, da ist Fisch. Ah, sehr schön. Shit. Wohin? Mit dem wegbringen. Reis. Ey, wir haben keine Teller. Okay. Blättchen. Abwaschen. Und Fisch. Wo ist Fisch? Fisch haben wir ganz viel in der Mitte. Okay, ich nehme. Auch schon geschnitten. Ich nehme den. Und ich habe gleich ein Sushi fertig. Ah, sehr schön. Okay. Okay, Fisch. Wir brauchen Reis. Wir haben keine Reis. Wir haben den Reis vergessen. Verdammt. Ich koche wieder welchen. Kommt der nicht hier? Nee, hier drüben sind die. Ah, rechts sind die. Ja, okay. So. Das schaffen wir nicht mehr, 5 Sekunden. Egal, wir haben gut. Aber den Reis hier könnte man fast noch kochen vorher. 3, 2, nee. Aber ich glaube, das ist eine gute Punktzahl. 611 sieht schön gut aus. Ey, wir sind abgestürzt mit einem kochenden Ballon. Ne? Wir sind da durch die Lüfte gefahren und haben trotzdem weitergekocht. Wir sind jetzt auch mehr drin, glaube ich, einfach. Obwohl wir es nicht aufgeteilt haben. Wir sind jetzt eine Einheit. Wir sind gestorben und sind im Purgatorium, dass wir weiterkochen müssen bis ans Ende aller Zeit. Ich hört nicht mehr auf, hast du ja gesehen, Feuer. Ja, das kochen bis in die Unendlichkeit. Es war das Höllenfeuer. Auf jeden Fall. Doch, das war eine schöne Runde. Krimieren. Okay, nächstes Level. Das war richtig gut. Wir spielen das Spiel heute noch durch. Wo ist die Preview-Version? Keiner von uns hängt da noch. Wie weit geht das überhaupt? Weißt du das? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, wir haben genug Spiel. Nicht, dass es heißt, fertig aus jetzt. Was ist dann das ist eines dieser schwierigen Levels. Kevin 5. Wollen wir jetzt nicht mal essen? Ich glaube, wir sind bereit jetzt. Ich will wissen, was hinter Kevin ist. Du willst wissen, was ein Kevin ist? Okay, das ist sowas von bereit. Bevor du weiter drückst, lass mich mal ganz kurz erklären. Hier muss gedünstet werden. Hier muss was in die KitchenAid geworfen werden. Oh Gott. Es muss gedämpft werden, wir machen Dimsdarm. Oh Gott, das war eine dumme Idee. Und aufpassen, wir machen es auf der Straße. Wir machen es auf der Straße, das heißt, wir können überfahren werden. Natürlich. Und wenn wir überfahren werden, brauchen wir 5 Sekunden, bis wir wieder da sind. Okay, wir brauchen erstmal Weizen und Fleisch muss gestückelt und gedämpft werden. Sagst du einfach die Farbe, weil ich weiß nicht, was diese Zutaten sind teilweise. Rot. Okay, ich schneide mal das Fleisch. Ah. Warum macht man das? Shit. Was passiert denn hier? So.
Teller, Teller, ist rot, ja unten rechts. Fleisch. So, wo soll das Fleisch hin? Ich bin überfahren worden. Hey. Okay, Fleisch muss ein Dämpfer rein. Ja, ach, dann musst du vorher noch... wo ist der Dämpfer? Rechts, unten rechts ist der Dämpfer. Da ist was fertig. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich bin überfahren worden, gerade so. Das rettet Fleisch. Rettet das mal einer oben rechts. Ach, shit. Da kommt er es rein. Dann geht er nicht hin. Das ist ja ekelhaft, was passiert. Irgendwie weiß ich jetzt immer noch nicht, was ich mit dem Fleisch machen soll. Wo ist der Dämpfer? In die braunen Dämpfer hier. Oh nein. Links bei mir. Boah, das ist aber richtig. Du sagst, das hilft nicht. Unten links. Ich weiß doch nicht, welcher von denen du bist. Kevin, aber unten links, wenn ich unten links sage. Aber was davon? Guck, wo? Das sind die fucking Dämpfer. Ach so. Da legst du Fleisch rein. Sag doch, mach das Roti in die Rundis. Irgendwas. Weißt du, was gemeint ist. Ja, du bist fucking Asiate. Lass mich dran vorbei. Ich komm nicht. So. Ich habe das Fleisch gerettet. Ich habe das Fleisch aus dem Dredi rausgepackt. Warum geht's nicht in den Dämpfer rein? Warum fahren die denn hier? Hier wird gekocht. Hier ist gekochtes Ding. Dieses so, Fleisch in den Dämpfer. Alter, war das knapp. Schwarzer Topf. Geht nicht in den Dämpfer. Das geht ist ein ganz schöner Dämpfer. Aber da steht doch, es ist ein Dämpfer. Das geht aber nicht. Ich hatte das doch schon fertig. Oh Gott. Leute, es geht einfach nicht. Das Fleisch geht einfach so. Es geht nicht in den Dämpfer. Warte, vielleicht. Du Lügner. Vielleicht muss es so. Bist du auch kein Asiate? Der Westen hat mich verweichlicht. Was kommt hier mit dem Dämpfer? Ich werde jetzt aber nur Sachen hier so... Guck mal, da haben wir überhaupt schon was gemacht. Gar nichts, ey. Okay, ich nehme mal eine Garnele. Ich nehme so eine fucking Garnele. Das Kevin Fleisch muss in die Hexley-Dingers hier. Die Kevin 5 ist ein Arschloch. Fleisch muss muss erstmal gehackt werden, das Fleisch. Es muss hier gearbeitet werden. Da. Muss klein gerieben. Garnele wird klein. Ja, aber danach. Und jetzt kommt was machst du mit der Boulette? Die Boulette kommt hier. Sag jetzt nicht in den Dämpfer. Die kommt auf den, Kommt die in den Mixer? Ja. Und dann kommt sie in den Dämpfer? Ja. So, Mixer. Und dann in den Dämpfer. Okay, echt, gut. Bei mir? Vielleicht noch eine andere Zutat dazu. Gibt es Zwiebeln oder so? Eine Zutat X. Wir sind schon bei minus 120. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Nerds and Herds. Ey, Dude, mach einfach weiter, nicht meckern. Wir haben da gewonnen. So, und jetzt kommt das in den Dämpfi. Ja, genau. Okay, Fleisch durchrühren. Es kommt nicht nur in den Dämpfi, da kommt noch was mit rein. Sag diese scheiß Autos. Du musst einfach schnell da nicht rechts mal mit dazu. Aber ich kann's ja okay, auch nicht. Warte, das Fleisch fertig. Kommst du in den Dämpfer? Okay, so. Ich habe das Fleisch. Nein! Wohin damit? In den Dämpfer? Mal noch mal ein bisschen Karotti. Nein, immer noch nicht. Wohin denn auf dem Teller, nein. So, die Karotte. Wohin? Guck mal, die Karotte kommt da mit rein. Und dann kommt das in den Dämpfer. Ja, okay, warte, hier ist das Fleisch. Da liegt es ja unten. Karotte und. Nee, kommt nicht da rein. Oh shit. Aber Karotte und Fleisch war schon mal ganz gut. Okay, ich mach schon mal Karotte. Ah, da macht schon einer. Ich hab Karotte und Fleisch hier drin. Das wird gar nicht verlangt, oder? So, warum kann ich denn jetzt. Ich hab schon die Zutat für das zweite Gericht da oben. Warum kann ich das da nicht reintun? Da ist eine Karotte. Das ist Fleisch und Fleisch. Was ist dieses Paket? Weizen. Was mache ich damit? Ups. Beim Fleisch rollt weg. Das ist schwer. Hat irgendeiner schon mal ein Gericht jetzt hingekriegt? Ich bin nur mehrmals überfahren worden. Ist aber auch eine Leistung. Ja. Okay. Wir müssen das jetzt. Wir haben so viele kleine Gerichte. Halb fertig. Das ist gut. Wir müssen jetzt eine Sache gut machen. Bei was? Ja, eben. Also, kann man das auch also wo ist. Hilfe! Ich hab was in den Dämpfer gepackt! Okay. Gesagt. Dann pack ich hier den Hartweizengrieß ein paar auch in den Dämpfer. Geht aber nicht. Ich hab meine Karotte genommen und weggeworfen. Ich hab was in den Dämpfer geschafft. Alter, wir sind irgendwie gekommen. Das ist der wirklichste. Ich bleib hier auf der Straße jetzt. Lass mich überfahren mit meinem kleinen Säckchen. Okay. Mehl oder was das okay, ist. Okay, okay. Weil wir hatten es fast. Ich hab's jetzt verstanden. Wir hatten's fast. Sieht man auch an der Statistik ganz schön, dass wir es fast hatten. Aber ich hab's jetzt verstanden. Also, bevor wir die Sachen in den Dämpfer packen, müssen wir die erstmal klein schneiden. Dann kommt sie in den Mixer. Dann kommen die Sachen. Nee, komm. Dann in den Dämpfer. Und dann kommt dann noch. Nicht in den Dämpfer, sondern in den Mixer. Und dann kommt dann noch Mehl dazu. Wir Weizen und dann kommt das so Ergebnis in den Dämpfer und dann haben wir es. Wir sind mehr die Kioskköche. Wir sind mehr so, wir können was in die Mikrowelle schieben. Nimm mal eine kleinere. Du hast die Welt ausgesucht. Ich wusste nicht, was hinter Kevin 5 wartet. Das Kevin kann doch Sandro, weil wir gewonnen haben in Nerds and Herz. Ja. Uiuiui. Das war ja richtig hart vor gerade. Schokobombe hatten wir gemacht. Die Diabetes-Bombe. Können wir die bitte machen? Da wissen wir, wie es geht. Es war zu flüssig, da habe ich mir Schoko reingetan. Da war es zu fest, da habe ich mir flüssig reingetan. Ich fand es super. Beruhig dich, wir haben damit gewonnen. Alles richtig. Okay, wir sind aufgeteilt. Das hat gewonnen. Okay, das ist gut. Das ist gut. Okay, haut mir Nudeln rüber und haut mir Fleisch rüber. Was geht hier? Wer ist blau? Ich bin blau. Okay, ich werfe euch Sachen rüber. Okay, ihr braucht Fleisch, also. Und wir brauchen Nudeln. Fleisch und Nudeln. Okay. Einmal Fleisch hier, ich bereite das mal zu. Ey, die Dinger halten nicht.
Nudel. Ist das Nudel? Nee, ist Kartoffel, ne? Doch, das ist Nudeln. Ja? Wie jetzt, worauf? Ach ja, Nudel, okay. Ihr müsst eigentlich nur die Sachen nehmen, die wir rüberwerfen und verwerten. Oh ja, dann kommt ihr schon. Ja, hier, Nudel. So. Fleisch. Ups, mach du Fleisch und ich werfe Nudel. Oh, wir könnten Fleisch ja sogar hier hacken und so. Wir können ihr könnt ja uns die Dinger ja gehackt rüberwerfen. Das wäre doch auch ja, das ist ja, das wäre die Nudeln auch? Nein. So, wohin damit? Wahrscheinlich. Darauf und direkt dann hier rauf oder was? Ja, auf. Nee, auf den Nudelteller. Hacke Fleisch. Mann, nicht. Alter. So. Ist es schon fertig? Und dann packst du es dann. Ja, ich muss erstmal hier ablegen. Zack, zack. Auf die untere Plattform, damit die Jungs das Ding dann gleich mitnehmen können. Ja. Ey, wir haben hier viel zu viel, glaube ich. Jetzt schon. Ja. Ihr habt ja jetzt kommt ja gar nicht mehr hinterher bei euch. Kommt gar nicht hinterher. Ja, wir warten, bis dann noch was kommt, ne? Also wir machen auf jeden Fall mal gut Zutaten. Und ihr könnt gerne auch Geschirr irgendwie rüber ödeln. Ach, ihr habt es schon geschnitten? Nee, Moment, wir haben ja gar kein. Doch, wir haben ein Spülbecken. Ja. Ja, wir versuchen es zu schneiden. Und wir müssen es auch braten, ja? Oder? Ja. Oh. Nee, wir braten tun wir, aber braten ihr müsst es ausliefern. Ja, weil hier ist noch so ein Ding, oder ist das, wo das neue Geschirr kommt. Ihr müsst auf jeden Fall ausliefern, ja, nach unten wahrscheinlich. An die. Da ist ja noch ein Tisch unten. Ja, da muss der Kabel hin, da müsste das hingestellt werden. Ja, genau. Guck mal, wir legen euch da Sachen hin, die müsst ihr dann ausliefern. Okay. Sag bitte schön. Okay, Simon, lass es gleich greifen, wenn es rüberkommt. Was? Oh, ich bin da. Ich hab noch hingelegt. Ich bin okay. Tot. Das waren schon die ersten vier, ne? Das waren die ersten vier, bitte ausliefern. Okay. Sandro, weiterbraten. Ach ja, ich hab nur gewartet. Natürlich. Also. Jawohl, das war gut. Das hat gut funktioniert. Okay, wir brauchen noch mehr Nudeln. Okay, hier. Cool. Oh shit, Fleisch braucht ihr nicht. Pilze nur. Ich nehme schon immer das Falsche, weil hier so viel liegt. Hast du ein bisschen Fleisch? Ey, wieso habe ich jetzt auch schon wieder Fleisch? Ich wollte doch einen Pilz. Okay, wir brauchen einen Teller, ne, Leute? Ja, Moment. Oben, das brennt fast. Warte. Ah. Oh, Moment. Ich hab's, wir haben keine Teller. Ja, ich mach's. Oh! Teller könnt ihr nicht werfen, ihr könnt nur Lebensmittel werfen. Ist ja scheiße. Ey, wo ist. Ja, waschen, wo kriegen wir den Teller her? Ich spüle jetzt. Die Jungs bringen die uns gleich rüber. Ja, ich pack die gleich da runter, ja. Wir haben Pause. Okay, ich wasche und du packst runter, Simon. So, gleich kommt noch einer. Sehr gut. Weiter so. Und weiter noch so. Einer. Okay. Sehr gut, Simon. Haben alle geschafft. Okay. Ja, jetzt brauchen wir noch Fleisch. Okay, Sambo, ich nehme das Fleisch. Okay, ich mach. Also genug Fleisch habt ihr auf jeden Fall da. Ich hab gar keinen Platz mehr für den Teller. Ja. Das ist ein bisschen angenehmer hier, finde ich, als vor eben. Okay, hier kommen die Teller. Nimm das Gericht. Warum haben wir nur einen Teller geschafft, Sandro? Ja, weil kein Platz mehr für die anderen Teller war. Einfach auf den Boden werfen. Sandro ist das schwächste Glied. Das haben wir jetzt festgestellt. Glied. Was braucht ihr noch von uns? Nudeln. Wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Pilz, Nudelpilz. Zu wenig. Ihr habt da eben zwei Töpfe komplett ohne Nudeln. Ja. Okay, Leute. Pilz ist der beste Pilz. Ja. Machen wir es nochmal. Moment, das gar keine Sterne, das fühlt sich aber nach vier Sternen an. Sachen zu bewerfen und hackt vorher schon mal die Sachen. Hab ich doch. Ja, okay. Dann. Ja, wir machen genau. So, wir hacken aber die nicht, Sachen. Aber nicht wir, zu viel rüber werfen. Wir werfen nur das rüber, was oben steht. Machen genau. Okay. Nicht zu viel, weil irgendwie haben wir die Übersicht. Und dann aber ihr müsst viel mehr Nudeln machen. Man greift dann auch immer das Falsche. Du bist der Fleischmann, ich bin der Nudelmann und wir teilen uns die Pilze. So wie im echten Leben. Nein. Sag nochmal. Okay. Ich bin der Nudelmann. Nudeln, wir brauchen Nudeln. Okay. Zweimal Nudeln, einmal Fleisch und einmal Nudeln, einmal Fleisch, Pilz. Einmal. Ich hab doch. Was denn? Dann ich dachte, ach, du bist der Nudelmann. Ich hab's nicht geschnitten. Okay, so. Schnibbelst du. Okay. Fleisch. Ja. Zweimal Fleisch, ne? Ich glaub. Ja, okay. Jetzt nochmal Fleisch. Ach, noch ein zweites bitte. Mal Fleisch, genau. Ja, okay, dann mach ich das. Na, ab jetzt gilt mit dem Nudelmann. Wer macht was jetzt? So, mach ich die Nudeln oder machst du? Ich mach die Nudeln, du machst das Fleisch. Ich mach das Fleisch, okay. Okay, und Pilze teilen wir uns. Jeder einen Pilz. So, ich mach den ersten Pilz, du machst den zweiten. Nein, nicht dann. Ein Teller ist ready. Nimm den zweiten Pilz. Hast du ihn geschnitten? Ich hab den schon geschnitten, ja. Wir müssen ja alles schneiden bis auf die Nudeln. Wir brauchen Nudeln. Ja, Moment, ich kann den doch schon abgeben, oder? Okay, ich bin der Nudelmann. Okay, Gericht. Nudeln. Mach das Gericht. Ja, ich leg den mal hier hin, ne? Einfach erstmal. Ja, ah, nein, ich auch. Mach das Gericht, da sind die Nudeln. Zack, mit Trinkgeld. Sehr geil. Okay. Versucht, wenn möglich, dann auf die Teller für uns schnell fertig zu machen. Okay, ich mach nochmal eine Nudel. Ich glaube, jetzt Nudel, ja, Fleisch ist am da Start. Eine Nudel. Moment, Teller. Ja, ich mach das rein. Alter, Teller kommt gleich. Rein, nicht den.
Die brauchen noch Pilze. Ja. Ich schneide mal ein. Brauchen wieder mach du mal Pilze Nudeln? Und ich mach den Kram. Shit. Einmal Nudeln bitte. Kriegst du gleich. Und Teller brauchen wir auch, wenn möglich. Kommt einer. Dauert gerade noch. Nudeln. Ja. Die Nudeln sind da. Zack. Ja, Teller. Einzige Teller, genau. Was ich habe. Nein! So, dann liegt fertig. Nudeln. Okay, Teller kommen gleich. Ja. Shit, okay, so, ich glaube, die haben genug. Vielleicht noch einen Pilz. Erstmal abwarten, bitte abwarten. Hier, warte mal, Fleisch. Ich mach die Nudeln. Hier steht übrigens was. Wir brauchen Pilze. Okay. Da kommt also, nee, nicht von Pilze euch, sondern von Sandro. Achso. Wo ist denn die andere Pfanne? So, ich glaube, die brauchen erstmal nichts. Nur schön an Rauchen gehen. Ja. Da ist nur Pilz auf dem Teller, ne? Ja. Was hat geändert? Ah! Boah, ich fällt wieder runter. Ich glaube, Sandro, wir brauchen auch so eine Einteilung. Ja, auf jeden Fall. Merkt jetzt gerade schon, wie die Opfer uns behindern. Ist noch ein Teller fertig. Es sind zwei Teller, die liegen am Boden. Nudel. Frische Teller wären auch benötigt. Kommen. So, neue Teller. Wir sind Nudeln. Und trinken Pilze. Pilze? Also Pilz draufgepackt? Nein. Noch nicht. Nudeln auf Nudeln. Ja. Hä? Das geht nicht. Dann sind die noch nicht durch. Vielleicht sollte sich einer. Ja, zweimal Trinkgeld ist. Kümmern, dass das alles durch ist. Irgendwie Nudeln und Fleisch und bla. Und der andere. Ich weiß auch nicht, warum es schon runtergenommen wurde. Ja, kann passieren in der Hitze des Gefechts. Aber wir waren diesmal schon besser. Das war gut. Ah, zwei Sterne? Nein! Aber es lag nicht an uns. Das haben alle gesehen. Ja, es lag eindeutig nicht an uns. Ja, unsere Aufteilung war nicht so gut. Wir haben uns viel zu oft behindert. Okay, eine Runde können wir, glaube ich, noch machen, dann ist wieder mal Werbung. Wir kommen voran. Ich bin eigentlich ganz stolz auf uns. Oh Gott. Oh, ich hätte auch gern so einen Wohnwagen. Oder ein Meth? Ja, auch, dann halt immer. Ein Wohnwagen kann alles sein. Oh Gott, sein. Oh nein, oh Gott. Kann dein Pornokino sein. Linke Seite haarig, die rechte kahl, ne? Ein mobiles Pornokino. Okay, wir machen eine Wohnung, dein Klo, er kann alles sein. Dein Burgerladen kann er sein. Also Fleisch muss verstückelt werden, Käse muss gestückelt werden und dann lecker, lecker. Okay. Aber du hast sehr viele Schritte ausgelassen. Okay, aber das mit dem Burger King. Oh, das kennt man alles. Einer macht Patty, einer macht. Okay, Fleisch muss gehackt werden. Okay, wer macht was? Fleisch muss. Hau rüber. Okay, ich. Fleisch muss ja, okay. Ah, shit, man fällt natürlich nach unten. Da ist Fleisch. So, Fleisch ist einmal fertig. Ein Patty. Was ist denn mit dem Brot? Patty, einfach nur rauflegen, da müssen wir nichts machen. Einfach genau, nur auf die Teller. Gut. Da kann, jedes Brot immer Patty, ja. Ich mache alle Brot-Patties. Okay, genau. Scheiße, es fällt hier wirklich runter. Da wird Fleisch unten gebraten gerade. Sehr schön. Sandro, genau, du bestückst die ganzen Teller mit. Oh! Ist noch nicht ganz fertig. Was ist denn jetzt los? Ich bin ganz allein hier. Dachte ich jetzt. Wo sind denn die Pommes? Okay, einmal den hier ausliefern. Da, wo ich stehe. Blau, genau. Ja, ist raus. Und wir brauchen einen Burger mit Käse. Okay, einen mit Käse bitte. Einen mit Käse. Hier ist Käse. Da ist noch. Nein, 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 das war der falsche. Hä? Warum? Da ist noch kein Käse drauf. Da war noch kein Käse, aber geh weg von dem Käse, Maus. Maus, geh weg von dem Käse. Maus? So, Käse. Hier, Bild und Patty. Fleisch bitte. Ja, ich schneide Fleisch. Ich schneide auch Fleisch. Bitte. Ist das Fleisch? Ich frage, gib mal Fleisch, mehr Fleisch. Tja. Bewirf mich nicht mit dem Kotelett, ey. Jede Bratpfanne soll. Mit Fleisch. Okay, einer muss Teller waschen oder wirf mir einen Teller rüber. Gib mir, pack mal einen Teller in die Mitte, damit ich die wasche. Oh, shit. Pack einen Teller in die Mitte. Maus. Okay. Achtung, Fleisch in der Mitte ist, glaube ich, genau, oben. Da ist ein Patty in der Mitte. Genau. Pack schon drauf. Ja. Da ist schon Fleisch. Hier ist ein Teller. Da ist ein Käse. Fleisch kann immer gebraten werden, weil es braucht ein Weilchen. Okay. Käse okay, muss einen da. Ganz normalen, ohne irgendwas. Aber wir brauchen einen mit Käse, bitte. Okay. Okay. Ich hab Käse gefunden, ich hab Käse gefunden. Ich schneide Käse. In der Mitte ist einer. Einmal genau. Ausliefern, einmal raus damit. Wir brauchen einmal mit Käse. Gib mir einen Patty. Teller. Ja, ich hab
Ja, Teller müssen gewaschen werden. Das kann ich für mich auch. Ja, Fleisch ist da. Das ist ja gut. Okay, wir brauchen noch Fleisch. Käse habe ich. Einmal raus damit. Ja, ich mach. Okay, hier. Käse ist geschnippelt. Klopf mal Fleisch. Ich gehe einen Teller waschen. Nee, ich kann es gar nicht. Ich backe einen Teller in die Mitte zum... Ihr müsst gehacktes Fleisch... Ich werf... Patties, genau. Ja, perfekt. Ja. Hier ist... Gib mir den Teller. Warte, pack den Teller hin. Okay. Ey, ich kümmere mich einfach ums Fleisch. Den Teller waschen? Das ist am nötigsten irgendwie die ganze Zeit. Hier sind zweimal Käse wird verlangt. Okay. Hier ist ein Teller. Okay, Käse ist da. Wo sind Teller die Burger? Achtung, Achtung, hier brennt okay, was an. Okay, ich hab's. Okay, Fleisch ist auf dem... Patty ist auf dem Burger. Okay, hier noch. Ich brauche noch Fleisch auf dem Käse. Den können wir... Leg ihn da hin, leg ihn da hin. Maus bringt ihn weg. Okay, gib mal ein bisschen... Da ist ein Burger, bitte einmal raus. Wir brauchen noch einen Burger ohne alles. Brot. Hier ist... Achso, da... Nee, da fehlt noch Fleisch. Nur Fleisch, wir brauchen noch einen Burger. Ein Nizam Brot. Brot, wir brauchen einen Teller. Ich hol Teller. Teller, ne? Lass den oben links. Ich arbeite. Ja, Teller können wir danach unterpacken. Achtung. Burger fertig. Hier und da links einer fertig, genau. Hier ist ein Käse. Burger mit Käse. Ich hacke mal ein bisschen Käse klein. Bring mal den Burger da weg. Ach shit. Ja, dem muss jemand mal. Mann. Hallo, ich komme da nicht rüber. Deswegen. Achtung, Teller. Nee, man kann unten langlaufen. Doch, man kann da. Teller, ja. Ah, oh, das war knapp. Aber gut. Okay. Teller waschen, Teller waschen, Teller waschen. Okay, ich brauche Brot. Wir brauchen Brot. Ja, Brot. Oh, das war gerade nicht klug, was wir gerade gemacht haben. Ihr seid alle auf der einen Seite. Ah, dumm. Moment, wo ist das Brot? Ja. So, okay, okay, wir kommen ja was. Okay, müssen wir dann die Situation so nutzen, wie wir haben. Einen fertigen Cheeseburger, ich warte nur. Pack ihn da zur Seite, dann kann ihn gleich einer nehmen, wenn es wechselt. Achtung, Ich hab's runter. Wechselt es? Wir brauchen noch einen Teller. Oh, aber wir brauchen zwei Drehungen, ne? Nein, einer muss einfach nur mit 30 gehen. So. Oh, knapp. Nicht mit dem Messer. Lass einen Burger, bitte weg damit. Ja. Weg. Ja, weg. Hier, bitte. Teller, weg. Oh, fuck. Hier, ein Teller. Bisschen Fleisch hacken. Oh, Teller. Ja. Einfach in die Mitte legen, ich wasch dann. Ja. Hier. Ja, danke. Ist da überhaupt irgendein Teller über? Hier ist ein Teller. Oh nein, ich bin abgestürzt. Ich tausche wieder. Ja. Da ist so ein Käseburger, muss der nicht weg? Vorsicht, Fleisch ist fertig. Okay. Hier, Teller. Ich bleibe außen. Sehr schön. So. Hier, da ist ein Burger. Okay, ich liefere den schon mal aus. Ja, einfach raus damit. Da ist noch ein Burger, den auch nochmal raus. Ah, auf den Teller. Da fehlt noch Käse. Ich brauche einen Teller. Ich gebe euch einen Teller zum Waschen. Bring den Burger raus! Ich kann den nicht bringen. Da ist kein Teller drunter. Teller waren am Ende das Problem. Ja. Es fehlte nur an Tellern. Da hatte mir jemand einen sauberen Teller am Patty raufgetan. Ein Stern? Was? Ey, warum? Das war ja wohl viel besser. Wir waren voll gut. Wir sind richtig in der Zone, ey. 610 Punkte? Na gut, wir werden das reklamieren. Irgendwo da müssen wir eine Nummer rauskriegen von dem Service. Ruf mir an, sagen, das kann nicht sein. Dann wird das geändert und dann kommen wir gleich wieder mit 12.020 Punkten, im Doppelten. Und dann gehen wir den nächsten Level an. Ja? 1020? Ja. Ich formuliere gerade ein Yelp-Review, also. Achso, okay. Schnell alle hacken, alle schnell. Schlechtes Review hinterlassen. Nein, macht das nicht. Spiel gibt's noch nicht mal. kauft euch, wenn ihr wollt, schon mal den ersten Teil, weil der ist auch geil. Ja, genau. Schon mit mal Gerichten. Genau. Den Burger hat's auch, immerhin. Genau. Fast dasselbe wie jetzt hier. Also, nach der Werbung sehen wir uns gleich wieder hier. Bis dann. Tschüss. Wir sind zurück. Und vielleicht. So richtig haben wir nicht darüber diskutiert, was wir gerade falsch gemacht haben. Nee, weil wir eigentlich auch alle der Meinung waren, dass wir gar nicht allzu viel falsch gemacht haben. Genau. Das war's nämlich. Wir haben beschlossen, es aufs Spiel zu schieben, außerdem auf euch, falls ihr das nicht gut findet. Haben wir nicht sehr viele Level übersprungen, finde ich? Sind ja nur einige Levels. Achso, und die haben einfach. Also, es ist ja eine Preview-Version, die wir haben. Achso, und die haben die nicht einfach mal hintereinander, sondern einfach mal leicht und ganz schwer. Ja, das ist vor allem, weil wir so gut sind. Der denkt, das Spiel lässt uns Level überspringen. Das passt sich immer dem Spieler an und deswegen haben sie einfach ein paar überlassen lassen. Warte, waren wir da? Waren wir da schon? Waren wir schon. Warum hast du noch aufgedrückt? Weil du da hingefahren bist. Ja, ich bin hingefahren. Wir sind ein Team. Warte, ich geh's. Du fährst, ich drücke. Das ist eine ordentliche Aufteilung. So will ich das hören. So klingt eine gute Beziehung. Du schneidest, ich drücke. Wo müssen wir auch hin? Tja, das merkst du jetzt nämlich auch, ne? Ja, ich weiß nicht. Nee, das sieht nicht so aus, als wären wir da richtig.
Ah, du kannst wieder die Karte nicht lesen, wir. Mhm. Komm, gib mir das Steuer. Ich hab doch gesagt, ich soll fahren. Hinten quäken wieder die Kinder. Na, dein Sohn wieder. Sind wir schon da? Dein Sohn. Wenn dein Sohn ein bisschen besser wäre in Erdkunde. Das ist immer dein und mein. Und ja, ja. Das ist immer dein, wenn es ein Fehler ist. Wenn er von der Uni fertig ist, dann ist es mein Sohn. Davor ist es immer. Die Frau hat doch viel mehr Einfluss. Die Mutter hat doch viel mehr Einfluss. Jetzt wissen wir doch. Wenn du nicht gleich schwanger geworden wärst, ey, ich wäre sowas. Sowas von weg. Ja. Okay, wir machen wieder Burger. Okay. Das können wir, ne? Ja, das können wir, okay. Oh shit, was ist denn da los? Was geht hier denn? Okay. Wer macht jetzt was? Ich hole erstmal Fleisch. Okay, wir brauchen erstmal. Patties. Ich bin gar nicht mehr rot. Alles mit Patties belegen. Alles mit Patties belegen, wir brauchen Fleisch. Wollen wir bei der Treppe eine Reihenfolge, sowas wie nach links unten lang und nach rechts immer oben lang? Ja, wie auf der Rolltreppe. Okay. Das ist ein Teleporter da, ne? Links. Ey! Das eine hat sich nicht dran gehalten von euch. Wahrscheinlich habe ich dafür gezahlt. Mein Leben! Also, ich packe ein bisschen Fleisch. Okay, wir brauchen. Wir haben genug Patties. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen mehr Fleisch. Wo ist denn das Fleisch? Ja, die kommen jetzt nicht alle. Ah, Leute, seht ihr, hier ist ein magischer Spiegel. Ja, zack. Warum ist der eine Leiter jetzt? Und rüber. Ist ja alles voll. Aber wir müssen auf die andere Seite, oder? Wir brauchen keine Patties. Kommen wir denn? Wir brauchen Käse. Ja, Käse. Käse. Käse muss geschnitten werden. Käse? Ach, Käse ist hier unten. Ach, Hacken. Oh, ey, wo ist denn das Hacken? Hacken. Links. Hacken ist ja, da muss diese Küche ist laufen. Total falsch geworden. Ja, aber da gibt's einen Warp. Ladies, ich wär's rüber. Da gibt's ja einen Warp. Mutter. Geil, da drüber geworfen, Shit. Ja. Ey, werf mir den Scheiß einfach rüber. Ja. Wir sind jetzt alle hier drüben. Weil es einen Warp gibt. Wo bringt man das denn? Ach, da rechts. Okay, ich hab's fallen lassen. Ja, und ich bin. Es ist mit mir gefallen. Okay, wir brauchen. Warum hier sind jetzt alle wieder? Wir brauchen einen, der drüben bleibt. Wir brauchen einen. Okay, ich bleibe links. Ich bleib. Achso. Ups. Okay. Ich bleibe links. Aber wer kam denn auf die Idee, die Küche so zu bauen? Masochisten. Ich werf euch das rüber, was hier links einfach gemacht wird, ne? Ich kümmere mich um Fleisch. Wir brauchen unbedingt Fleisch. Ja, Fleisch. Wie wär's, wenn ihr mir Fleisch rüberwerft? Ja, aber fertig im besten Fall. Ja, aber ihr braucht es nicht. Ja, aber fertig. Fertig Fleisch. Gerne, nur ihr müsst halt eben... Einmal hier Käse schnibbeln für mich. Oh, shit. Was soll denn das für ein Wurf sein? Dann kannst ich kann nicht von unten nach oben werfen. Okay, niemand will mir Fleisch geben. Gut, dann mach ich selbst. Okay. Ich geb dir Fleisch. So. Ich kann, von unten kann man gar kein Fleisch werfen, oder? Doch. Ja, siehst du, hab ich auch. Du musst nur länger gedrückt halten. Einmal Käse. Nein, das geht nicht. Bitte? Das Käse. Guck mal, was du hier werfen kannst. Okay. Und rüber. Okay, vielleicht geht's wirklich. Please. Das Käse. Ist aber komisch. Achtung, hier brennt was weg. Oh. Okay. Schnibbel hier. In der Mitte fehlt noch Käse. Ja, hier wird rübergeworfen. Ja, wirf. Bam. So, ich wette, man kann da werfen. Nee, man kann da nicht werfen. Wie, das schmeißt doch Käse rüber. Auch Teller. Ach, fuck. Ja, wir brauchen dringend Teller. Achso, ja, ich packe unten einen Teller hin. Wer wirft uns hier einen Salatkopf rüber? Okay, hab. Nein! Oh Gott! Salatkopf! Werf euch einen Schnitten, Teller hin. Werf ihn nochmal zurück. Ja. Ich kann Teller gar nicht werfen. Dann werf ich das Essen zu dir. Du kannst nur Essen werfen. Ab. Wie ist nicht gehört? Ich kann es auch nicht werfen. Shit. Oben ist ein Teller. Zack. Teller. Okay, wir brauchen mehr Fleisch, Teller. Leute. Meinst du, ich kann das jetzt werfen mit Teller? Wir brauchen Fleisch? Nee. Fleisch. Okay. Wo ist denn Fleisch? Aber du bringst doch. Gibst. Hä? Ach, das liegt auf dem. Mit dem Warp. Da ist das Fleisch. Zack. So, Fleisch und das reicht schon. So, ich bring das rüber. Ja, Fleisch rüber. So. Schnell rüber. Ah, nein. Genau in dem Moment. Ich brate Fleisch. Wir brauchen einen Salat. Ja, Salat. Ja, Salat brauchen wir. Schnell Salat. Schön und Käse. Lauf mal rüber. Käse habe ich hier leider nicht. Ich hab. Ich bring Käse ein bisschen rüber. Ey. Das Fleisch, was fertig? Da ist das. Hier ist Käse. Hier ist Fleisch. Fleisch brennt in der Mitte. Greift es euch. Greift es euch. Ah! Hier ist nochmal das. Ich werfe euch mal ein bisschen Käse rüber. Schnibbel Käse. Teller, was soll ich mit Tellern? Die kommen automatisch. Ich hab schon lange keinen Teller mehr gesehen. Achso, ja. Nee, da hinten sind die. Oh, ich rede hier was von automatisch. Ich hab einen Teller von. Alter, was macht ihr denn? 20 Sekunden noch, kommt jetzt die letzten Burger noch. So, jetzt beschaffen wir das. Was fehlt noch? Hier, Käse, wo ist noch Käse und hier Teller? Hier ist Käse. Das ist nicht der Käse. Oh, jetzt komme ich nicht rüber. Wegen der Wanne. Ja, lauf doch zurück durch den Warp. 5, 4, 3, 2. Ja. Schnell. Ah! Komm, den einen hätte man echt noch bekommen können.
Das gilt doch nicht. Aber der Zwiebel aber ich ist ich bin völlig zufrieden mit einem Stern. Seien wir doch mal ehrlich. Aber wir brauchen höhere Standards. Arroganten Drei-Sterne-Besitzer, die sind immer so herablassend. Ja, und viel zu teuer. Es muss auch für den Pöbel, muss auch, die halt auch mal, denen es egal ist, wenn sie eine Kippe mit essen. Sagen wir es doch immer so, wie es ist. Ist das nicht, kostet das nicht extra normalerweise? Eine Kippe noch oben drauf. Ja, wenn die warm ist. Ja, eine frische. Die Zunge noch verbrennt. Eine frische Kippe, also, ja. Der Trend geht ja zu Erd. Ich will eigentlich, dass die Kellnerin sie vor meinen Augen raucht und dann mir auf der Zunge ausdrückt. Das ist aber eine spezielle Art von Etablissement. Wir gucken gerade da. Das könntest du von mir kriegen. Also, ja. Ich rauche sie von dir, ich drücke sie dir auf den Mund auf. Ich rauche noch nicht mal, aber trotzdem für Geld. Für Geld würdest du es trotzdem machen, ne? Oh, was geht? Ah, es geht schon mal einer. Pommes, es wird Kartoffel. Pommes gemacht. Okay. Kartoffel frittieren, nein, die müssen wir schneiden. Kartoffel. Achtung, ihr müsst schneiden. Hier, werft, schneidet. Ja, hab's. Ist das Hühnchen? Ihr müsst den Scheiß schneiden, den wir da rüber werfen. Und wir werfen zurück. Es muss. Oh, tot! Gefälscht. So. Die Neid. Oh, komm. Oh nein. Okay. Ah, nein! Ja, da ist eine Kartoffel vorne für euch. Okay, hier. Wir sind so verschwenderisch. Okay. Frittieren. Zack. Einmal frittieren, bitte. Wo ist denn? Ihr habt doch die Fritteuse, oder? Ja, aber ich hab nichts zum Frittieren hier. Fritteuse ist oben. Wir haben nichts zum Frittieren, genau. Ja. Ich kann aber auch rüberlaufen und mir was nehmen. Achtung, wenn ihr es nicht bleibt lieber drüben, bleibt drüben, bleibt drüben. Okay, hier ist Hähnchen. Und wohin mit dem Kram dann? Ich werfe euch rüber. Nee, es geht nicht. Warte, also ihr braucht Teller. Ihr braucht fucking Teller, die sind bei uns. Ja, wir haben keine Möglichkeit. Shit. Die kann man nicht werfen. Hier ist die Fritteuse. Wir können die Hühnerteile schon mal vorbereiten und so. Ist ja blöd. Kann ich das vielleicht so machen, so rüberwerfen? Kann man auch nicht frittieren. Oh, das ist ja alles Käse. So. So, ich hab euch. Teller? Ah, da ist ja was. Aha. Ja, bring die Pommes weg. So, ich backe neue Pommes. Achtung, da liegt Pommes. Nimm die doch. Okay. Wohin mit den Pommes? Ich hab die Pommes weggebracht. Gib mir noch einen Teller. Ah, da. Nein! Nein! Jetzt bist du alleine. Ah. Jetzt bin ich alleine, aber ich gebe dir einen Teller. Komm rüber. So, hier sind Pommes. Brot in der Ecke da gar nicht. Oh, ein Hähnchen. Krieg ich einen Teller? Ach nee, die müssen das Gewischi werden. Achtung Leute, drei auf einem. Ja, ich bleib mal drüben. Lauf rüber. Oh. Chill. Mach's sauber. Ah! Ich hab warum liegt die Fritteuse hier? Fresh Pommes. Das ist wirklich keine gute. Warum liegt die Fritteuse hier? Es darf eigentlich nicht passieren, dass die irgendwo liegt. Okay, da ist ein Teller, okay. Ne? Pommes. So, Pommes. Pommes! Trinkgeld, geil. Pommes, Trinkgeld, was ist mit dem geil. Huhn? Leben. Muss das Huhn frittiert werden? Ja, scheinbar schon. Der Huhn muss auch erstmal geschnibbelt werden. Oh, okay. Okay. Sandro, bist du es hier? Ja, Moment. So, Pommes. Ah, nein. Es kommt Flieg und Sieg. Fuck. Das ist hier nicht. Was? Warte mal, hier. Da ist hier schon Fritteuse. Ich werf's zurück, ja. Ja. Zack. So. Oh, okay. Hat jemand einen Teller für mich? Teller rüber. Einmal sauber machen. Moment, ich mach grad Teller. Ja. Teller kommt. So, ich gebe euch auch mal zum Saubermachen einen rüber. Ja, hab ich ihn? Nee, ich bin gefallen mit dem Teller in die Wasser. Nein, nicht aber mit dem Teller. Aber jetzt ist er doch eigentlich sauber. Da unten rechts. Da unten brennt was, da brennt was unten rechts. Ach, danke. So, ich hab hier noch Lipomel. Kannst du die nicht auf den Teller? Und Teller. Da links liegt doch ein Teller. Wo liegt dein Teller? Ja. Aber die sind noch nicht fertig. Wir kommen da nicht rüber. Nee, die müssen frittiert werden. Ja. Jawohl. Das war ja gut. Ja, ey. Aber was soll ich machen? Ist ja, bestenfalls schon. Schön, wie hier oben rechts was liegt und man kann es ja da. Da ist ein Teller, der liegt da, den könnt ihr mal sauber machen. Hey, gib mir den Teller. Hähnchen. Ey, jetzt ist schon wieder die Fritteuse. Blau, pack den Teller. Oh, ein Teller. Blau, pack den Teller irgendwo hin, bitte. Ja, hier, da liegt das Ding. So. Pack Hähnchen drauf. Noch mehr Teller, das wird alles nicht. Raus, ausgeliefert. Ich krieg die Fritteuse nicht leer, weil keine Teller da sind. Ach, hier ist auch noch was. Warte mal. Warum sind drei Leute jetzt hier? Bitte mal schnell den Teller leer machen. Warum stellst du ihn da hin jetzt? Wer ist das? Sandro, bist du das? Ja, nicht, ja, wie willst du das? Kann ich sauber machen! Sauber machen! Sandro! Den fucking Teller! Jetzt hat das Ding weggeworfen! Jetzt mach sauber, drück nochmal X, Sandro! Ich hab ich doch! Do it! Ich hab dreimal X gedrückt gerade. Ich hab die kochende Fritteuse in der Hand. So, lass ihn einfach stehen. Lass rüber, lauf rüber. Lass ihn, nein, den ah! Okay. So. Ihr könnt ihn da drüben. Mach den Teller schnell sauber. Mach den Teller schnell sauber. So, ich gehe rüber mit dem Teller. So, wir haben immer noch keinen. Scheiße, ich die Teller sind hier überlebt. Die Teller sind wirklich das Problem hier. Habt ihr ein zerhacktes Hähnchen irgendwo? Da. Das Problem ist, ich sehe nicht, ob Hähnchen durch ist oder nicht. Ja. Das erkennt man nicht. Wenn es weiß ist, ist es nicht gut durch. Hat jemand einen Teller? Oh, hier ist einer, ja. Ich stelle ihn hier hin. Okay. Ja. Einmal frittieren, bitte. Wo sind denn die anderen Teller? Wir haben nur zwei Teller. Da oben sind sie, ja. Zwei Teller sind wirklich drin. Ja. Achso, packen. Ah. Okay. Uiuiui. Mindestens fünf Sterne. Oh, ja. Ernst, wer macht denn auf einem Floß eine Küche auf? Das ist einfach auch... Okay, was erwarten die denn von uns? Aber müssen wir... Nur weil die
so eine schlechte Planung haben mit all ihren Immobiliengeschäften, müssen wir die heißen Fritten aus dem Fett holen. Wir müssen es ausbügeln, ja. Deren schlechte Arbeit. Das ist unglaublich. Das ist wirklich, Mann, aber man hilft halt gern. Man ist der Gamer, weil er einfach auch viel smarter ist als der Hans-Doofmann-Kunde von draußen, wird der Gamer eben zur Hilfe gerufen. Ist euch mal aufgefallen, wie lustig die Welt wäre, wenn wir jetzt wirklich Leute steuern würden, irgendwo in Indien, in ihrer Küche. Die haben einfach die Steuerung, komplette Steuerung in ihrer Küche abgegeben an Leute wie uns. Und wir spielen, wir zahlen noch dafür, um deren Arbeit zu tun. Du meinst also, wir steuern gerade die indischen Roboter? Ja. Naja, beweis mal, dass es nicht so ist. Das ist ein bisschen die Simulationstheorie auch. Ja, andere machen mit solchen Behauptungen politische Karriere, Simon. Okay. Ich weiß noch nicht mal, wer das jetzt sein könnte. Eine Kartoffel. Okay. Zwei Kartoffeln brauchen wir. Hier eine Kartoffel. Zwei Kartoffeln und Hühnchen. Ein Hühnchen. Ist da, ihr habt alles. Ja, wir haben alles, wir bereiten das jetzt mal vor. Schmeiß mal ein Hähnchen rüber, zur Sicherheit. Hier ist ein Hähnchenteil. Werfen. Einmal frittieren, bitte. Okay. Das ist die Pommes. Ich werfe die Pommes. Schmeiß mal die Pommes. Oh, und die ist das fast so dumm, ey. Okay, ich schmeiß da noch mal ein bisschen Kartoffel hier rüber. Ich schmeiß einmal eine Kartoffel rüber. Gleich rüber. Ich brauche gleich einen Teller. Moment. Hier ist die Kartoffel. So, Moment. Getöse. Nein. Wieso geht ihr denn mit den Tellern? Okay, das war gut gedacht, aber im falschen Moment. Hier ist auch ein Teller. Danke. Nur ein Hähnchen ist da. Ja, perfekt. Jetzt haben wir einmal nur Pommes. Wir brauchen einmal Pommes. Hier Pommes, ja, hier fast fertig. Zack. Irgendwas verbrennt? Ja, gut. Packst du ja, auf dem Boden liegt Pommesgedöns. Ja. Achtung, Pommes weg. Geil. Ich Teller. Ich brauche aber einen Teller. Ja, Moment. Ich hab doch schon. Ey. Ah. Oh Gott. Alter. So. Boah, Danger Sneaker hier. Achtung. Ja, mach sauber. Ich mach sauber. Ich bin hängen geblieben. So, haben wir wirklich nur zwei Teller oder so? Ja, wir haben zwei. Anscheinend schon, ja. Ich muss kurz. Danke. Okay. Okay, pack's hin. Okay, Hähnchen ist drauf. Okay, wir brauchen Kartoffeln. Wir brauchen Hähnchen, so. Teller, Achtung, noch! Legen. Du musst nicht immer durchrennen. So, ich habe ein Hähnchen hier, was ich schon mal runtergepackt habe von der Fritteuse. Werft uns mehr Kram hin. Werft uns Sachen her. Wir haben viel zu wenig Kram. So, ich habe eine Kartoffel. Gar nichts. Oh Gott. Hier eine Hähnchen. Haben wir Teller irgendwo? Warte mal. Ja, hier ist ein Pommes-Teller. Ja, sehr gut. Ich gehe rüber und wasche. Pommes-Teller muss den abgeben. Nee, wir brauchen noch Hähnchen. Doch, nee. Wir haben einen. Oh, warum? Ja. Nein, weil wir hatten einen, wirklich. Das war okay. Ja. Hauptsache, wir brauchen Pommes. Niemand ist drüben. Ich gehe rüber. Warte mal. So. Hier ist eine Zelle. Wenn da so braun, dann sind die geschnitten. Wir brauchen. Oder? Dann sind die fertig. Frittiert, meine ich. Oder? Ja. Wann sind die nicht frittiert? Wie sehen die dann aus? Das sieht man nicht. Pack's noch mal kurz in die. Okay, kann man. Und dann siehst du geschnittene Pommes, bitte. Achso, wir müssen euch erst mal Pommes rüberwerfen. Wir müssen mal Pommes und Hähnchen machen gleich. Da raus kommt man nicht hin. Ich habe gerade Pommes gebraten. Haben wir hier Hähnchen? Ich sehe gerade keine. Ich gebe euch eins rüber. Packt mir mal ein bisschen Hähnchen. Bitte. Achtung, grobe Pommes. Oh, habe ich gegen die Fritteuse geworfen. Damn. Das war nicht schlecht. Das geht. Okay. Versucht aber jetzt immer die Hähnchen in die. Eins Wasser. Ja, geil. Frittiere die Hähnchen. Moment. Problem ist, wir haben leider zwei Fritteusen voller Pommes. Ganz kurz. Nein, alles gut. So. Jetzt kannst du rein, rechts. Okay, dann machen wir gleich Pommes und Hähnchen. Das mache ich hier mit dem rechten Teller. Das sind zwei Teller, die müssen wir jetzt noch bestücken. Ihr dürft den Kram nicht so ins Wasser werfen, weil das kostet jedes Mal. Dann haben wir da nur ein Hähnchen, das vorbereitet wird. Wir brauchen mehr Hähnchenteile. So. Könnt ihr rüberwerfen? Teller brauche ich. Hähnchenteile? Komm mal rein. Was braucht ihr? Wir müssen was. Ich hole mir Hähnchen. Ein Pommes, komm, das kommt rüber. Oh nein. Ich brauche sowas von Teller. Die Fritteuse ist voll. Ja, ich lauf rüber und hol. Ich geh schon und mach mit dem Teller. Ich brauche keine Hähnchenteile mehr, ich brauche Teller. Ja, ich komm gleich mit dem Teller. Mindestens, okay, ich geh hin. Nee, weil ich mach's. Okay, hier ist ein Teller. Okay. Ich mach den nächsten Teller. Ah, sehr leg gut. Einfach hin, leg einfach sehr hin. Sehr gute Arbeitsteilung. Oh, Moment, hier verbrennt das. Die Fritteuse brennt. Ah, nein! Nicht auf den Boden und dann nachnehmen. Alter. So, ich komm mit noch einem Teller gleich. So, zwei Teller haben wir hier. Moment. Lass den Teller oben bitte liegen. So, Hähnchen ist Kram. Okay, es geht. Und weg damit. Okay. Sehr gut. Also Pommes packen wir mal hier rein. Ihr könnt uns Hähnchenteil noch. Macht das Hähnchen noch. Okay, mehr davon, ja. Pommes. Mehr so wie eben, das war gut. Pommes können auch schon mal rüber. Moment. Okay. Ich gehe und wasche den nächsten Teller. Ja, ich mach Pommes. Ich komme gleich mit dem frischen Teller zu euch. Ja, Teller ist schon wieder ein Problem. Ich habe zwei volle Fritteusen. Ja, ich mach den Teller den nächsten auch. Schön. So gut, noch 10 Sekunden. Okay, den einen kriegen wir noch fertig. Okay. Ja, schön. Achtung! Ja, Ball mit Trinkgeld. Hier noch einen Teller. Das war's. Okay. Ah. Aber war viel besser als vorhin. Geil, ich glaube zu viel. Ja, aber frei. Unter sich, ne? Frei? Ja, jawohl. Captain Zwiebel ist beeindruckt von uns. Es hatte.
womit hat er sich seinen Rang verdient? Hat er sich im Krieg besonders hervorgehoben? Ja. Captain Zwiebel? Im Veggie War. Vielleicht in der Sergeant Zwiebel. Ja, vielleicht. Oder Corporal Zwiebel. Weiß nicht. Nee, der hat ja im Grunde jede Pellung kann Corporal ja ein anderer Soldat sein auch. Also es kann ja eine ganz andere Zwiebel sein. Captain ist ja das Dritte, ne? Ja, das ist dann, ich habe genug Mesh gesehen, damit ich es weiß. So. Captain Corporal Major gibt's auch noch? Major ist der vierte Rang, also über Captain. Mhm. Und dann Admiral. Danach kommt Corporal Colonel oder nee? Ich glaube auch, da kommen noch mal so komische Dinger dazwischen, ne? So zwischen. Okay, wir müssen Raps machen. Ja, also es müssen ja im Krieg dann auch. Oh, was geht denn hier? Warum? Ich verstehe das nicht. Okay, Schiff, warum ich werfe das hier jetzt euch rüber. Braucht ihr das? Reis rüber? Ich schneide es einfach mal. Man braucht das bestimmt irgendwann mal. So, ich mache Reis jetzt hier gleich auf die Tellers drauf. Hört auf den Flügel. Ich will eigentlich die ganze Zeit schon euch Fleisch. Ja, das ist eine gute Idee, dass einer in der Mitte ist und es die ganze Zeit bewirft. Ja, und aber warum? Aber Fleisch muss nicht zu mir. Ich habe nur Kochtöpfe. Ich habe keine Ahnung, wer hier was braucht. Warum kein Fleisch? Ihr müsst mir eigentlich sagen, was ihr braucht. Ich habe nur Kochtöpfe hier. Okay, also oben, wer ist denn oben und unten? Oben braucht ihr was? Unten braucht ihr Reis? Wir brauchen eigentlich Fleisch, Reis und Wraps. Ich brauche also Reis bei mir unten. Danke. Okay, und du brauchst oben die Taco. Nicht so viel Sachen werfen. Ich nur das werfen, das was war du gerade ein, das war ein Taco. Du Spacko. Oh Gott. Was machen wir jetzt damit? So, Reis. Oh, hast du deinen Taco? Viel Spaß. Oh. Ich brauche den Taco und Hühnchen bei mir gleich. Oben oder unten? Ich weiß noch nicht, wer ihr seid. Was sind eigentlich die Teller? Sag doch mal bitte, Krieger. Achso, bitte. Nee. Wie kann ich jetzt. Ich brauche unten nur Reis, Simon, aber da habe ich mehr als genug davon. Ich brauche jetzt hier, um die Teller voll zu machen, Hühnchen und Wraps. Simon, pass auf, ich komm rauf. Ich gehe jetzt auch hoch. Ich kann dir doch offensichtlich nicht helfen. Dann mache ich lieber Fleisch. Wo sind die Teller? Wo sind die Pfannen? Ich habe hier zwei Teller. Ich habe eine Pfanne weggenommen, weil. So, hier bitte rauf. Okay. Das da liegt Teller, oben links. Sehr gut, wir brauchen noch. Ein Wrap. Den Wrap kannst du werfen doch, oder? Den Wrap kann ich dir werfen. Ja, wirf mir den Wrap bitte runter. Ach, die Pfanne ist fertig. Ah, ne? Genau, das gebratene Fleisch kann ich dann hier unten. Ja, ich brauche mal einen Teller für die Pfanne. Hier unten, du musst ihn herbringen. Hier, zack, so. Okay. So, das Fleisch, ich brauch's aber gebraten. Okay. Haben wir schon was weggebracht? Kann ich irgendwo was? Ah, ihr müsst zu mir kommen. So, ich hab hier was Fertiges. Ist ein Teller mit Taco und. Alle rüber, alle schnell rüber. Ich muss auch mal rüber. Oh, hier liegt viel zu viel Kram oben. Okay. So. Ja, deswegen meine ich nicht. Gegeben. Was ist das jetzt ist los? Das ist völlig verrückt alles. Ich verstehe nicht, was hier gerade passiert. Alter. Immer nicht mal so viel werfen. Ich hasse euch. Also nicht euch, aber wieder. Doch, ich hasse euch schon. Auch ein bisschen. Okay, ich habe eine Sache hier, glaube ich. Ist ein bisschen Grundhass. Ich glaube, ich habe eine Sache, die. Wo kann man denn hier abgeben? Oben natürlich. Nicht. Also ich habe hier Rap-Brot für die, so. Das kann man doch bestimmt hier. Ja! Taco Man. Taco-Huhn-Reis. Taco-Huhn-Reis. Wir brauchen Fleisch. Hä? Ich hab. Leute, hier Fleisch. Okay, dann mach ich Fleisch, Taco, Reis. Wirf mir Fleisch, Taco, Reis. Ich, mach ich grün. Ich bin doch grün. Da. Ich hab doch schon Fleisch. Grün wirft doch Fleisch runter. Ist denn da oben rechts? So. Okay. Wo soll ich hin mit dem Fleisch? Das Fleisch ist fertig. Wohin damit? Eben gerade wollte doch einer. Ja, nee, haben wir. Fleisch hier. Wo sind, die schmutzigen Teller? Sind noch nicht da, ne? Die sind da unten zwei. Ein Wrap brauchen wir noch. Sau viele Tacos. Drauf. So. Ich bin beide beim Fleisch. Ja, okay. Ich brauche Reis und Taco einmal. Okay. Einmal Reis, Taco für Fleisch. Einmal rüberwerfen oder Reis hier rüber zu mir. Das ist der Reis? Ja, das war der Reis zu mir war's. Unten. Okay, Reis, Reis. Okay, da unten ist Fleisch. Ich koche Reis hier. Aber das Huhn, ach so, ich dachte, das wäre Beef. Ja, du hättest gern Beef. Ich weiß. Eigentlich nicht. Okay, ich koche Reis und dann gebe ich den Teller ab. Hier ist Reis. So. Weg damit. Das Hähnchen müssen wir braten. Ist gebraten. Ich schon gerade draufgelegt. Und gebraten. Links. Ja. Okay, hier kommt Reis. So, hier ist auch echt gebraten. Drei, Warte, ey, was soll das? Aber noch ein bisschen. Da unten rechts ist ein Teller, da kann. Da kannst du ihn doch nehmen. Kommen wir noch schnell rüber? Hey, was ist denn hier los? Pack den Reis darauf, wenn da jemand. Ich will ihn nicht nehmen. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Ja, ich habe irgendwie auch ein Problem. Irgendwie. Ich wurde irgendwie. Hä, mich hat's erwischt. Was kommt da noch rein? Ich bin gestorben. Ja. Warum geht der Reis da nicht? Haben wir irgendwo fertiges Fleisch schon? Das, ja, okay. Steh eine Sekunde. Ah, nein. Das ist ja völlig chaotisch geworden. Ich habe nichts mehr gesehen. Damit. 400 brauchen wir mindestens. Das ist aber auch die Aufteilung echt schwierig. Alles sich bewegt. Und ja, wir brauchen. Also, vorhin hatten wir gut angefangen. Das Problem halt, die Person in der Mitte hat uns einfach oben so mit Essen zugespammt, mit Sachen, die wir gar nicht gebraucht haben. Die ganzen Wraps.
Also muss ja. man halt darauf achten, ja. dass dann man greift man auch immer das Fleisch. Leider werden genau, wir nie mehr erfahren, wer das, das weiß jetzt keiner mehr, wer das war, wer diesen Rabinus Ich würde es auch gerne wissen, also Mann, das Leute, so, spult es mal zurück. Es wäre sehr praktisch, wenn jemand hochladen technisch könnte. Leider nicht, nee, ja, das können wir nicht machen. Wer auch immer es ist, ne? Der muss beim nächsten Mal. Das sagst du, während du an der Leitung hier gerade rumsägst. Leider können wir das nicht mehr. So, jetzt haben wir gerade ein Schwarzbild. Könnt ihr uns überhaupt sehen da draußen oder ist das einfach nur ein Blackout, den wir hier vor der Kamera haben? Wir haben uns einfach auf. Ich glaube, das Spiel ist bei uns gerade abgeschaltet. Jeder Bildschirm ist hier gerade schwarz. Oh, das Spiel ist gleich gerade weg. Vielleicht war das genug gepreviewt. Ist hier gerade ein Stromausfall. Das ist die Frage. Ich nehme mal ein paar Gist-Kekse. Weißt du, was ich ganz schön dreist von denen finde? Ne? Die machen dann solche Portionen, guck mal, was hier oben steht, ohne dass man auf die Marke guckt, mit Wiederverschluss. Ne? Das heißt, klar, du sollst eigentlich 2-3 Stück essen und dann die nächste Woche nochmal 2. Ah, fuck you. Das ist die empfohlene Menge. Niemand macht das. Genau, eine Woche lang. Hey, ich habe vorhin auch 3 Kartoffelchip gegessen. Einzahl. Niemand. Kartoffelchip. Oh. Ich hätte gern nur einen Kuss, nicht Couscous. Ist das wieder das persönliche Erfahrung? Oder? geteiltes Controller, nein, Controller steht da unten. Ich wollte helfen. Nee, hilfst du gerade nicht. Okay. Merke ich. Okay. So, dann halt nicht. Dann nicht. Du trinkst noch mehr. Jetzt kannst du. Okay. Ich dachte. Können die Leute uns nicht dass anrufen, dass wir denen Sachen dann sagen? Ich damit so? Raus hier wieder. Herunterfahren? Okay. Geht das denn nicht? Jetzt sind wir ja da. Hier können wir uns nochmal die schönen Intros angucken. Nochmal nice, ein bisschen auch Respekt zollen, den Teams und der Engine. Auch den Musikern. Es ist auch, Respekt, dass sie das 17. Team waren und sich so hochgearbeitet haben. Okay, erst einmal A drücken. Ja. Und den anderen 16 Teams dann. Mhm. Das, einmal A drücken. Das Licht. Jetzt plötzlich sollen nochmal sie alle A drücken, ne? Nochmal A drücken. Einer fehlt noch. Soll ich A drücken? Ja, jetzt? Bitte. Dankeschön. Du bist der Unicorn. Ich bin der Unicorn. Ach, Unicorn. Okay, wollen wir noch die Kochköche auswählen? Ja, alles so wie eben. So, Mausgewitz. Bin die Oma. Oma und Grüne. Simon ist perfekt, Simon. Simon. Da freuen die sich. Alles so wie immer. Bleibt alles so wie klar. Ich hoffe, das wird morgen bei Röps nicht abgefragt, was wir hier machen. Okay. Okay. Einer in der Mitte, der uns nicht mit Müll zuwirft. Einer zur Titte, einer zum Sack. Zack, zack. Geht das nicht so? Ja. Das ist ja schon wieder das Gleiche. Also okay, dann gehe ich in die Mitte. Geschafft. Okay, du gehst in die Mitte. Okay, what oben, do you need? Unten brauchen wir nur Wraps. Nee, warte. Hey. Okay. Wirf. Unten braucht Reis. Oben braucht erstmal einmal Hähnchen. Okay. Reis. Danke. Genau. Zweimal Hähnchen Reis, Hähnchen für uns. Ich hole mir Reis. Ich hab dir doch... Hier oben brauchen wir einmal Hähnchen und einmal Fleisch. Ja. Oder... Ja. Fleisch ist auch Fleisch. Ist. Fleisch, Hähnchen. At least you tried. So, jetzt. So, brauchst du noch Reis und Okay. Nein, doch, immer. Ich brauche immer Reis, was ich jetzt nicht habe. Ah, shit. So, hier. Wrap oben. Einmal Wrap oben, ja. Okay. Ich habe einen Teller oben und Simon kann auch 2 Wraps bekommen. Sag, was ihr wollt und dann schmeiß ich euch die Dinger runter. Wrap oben, Fleisch unten, sag, was ihr wollt. Also Wraps und Reis nehme ich gerne. Auch einmal gekochten Reis. Nee. Auch langsam brauche ich Teller. Ja, ich hab nur einen hier. Was, einmal rüber. Was? Warum? Warum? Was macht das denn die Sensation plötzlich? Die Aufteilung hat nicht funktioniert. Aber wieso? Es war, wir sind doch okay. Wir laufen noch. Es grad. War ein guter Plan. So, bisher. Anfang. Hier sind die Teller. Ich stell sie euch oben hin. Ihr braucht sie scheinbar dringend leer. So, was braucht ihr oben? Noch mehr Red? Ist das hier schon fertig? Ja, ne? Ja. Ihr braucht bestimmt ein bisschen. Wir brauchen eine Pfanne. Ihr braucht ein bisschen Huhn. Da bin ich mir sicher. Bring das kurz. Ah. Könnt ihr mal. Wer hat die Pfanne da entführt? Warum ist hier unten jetzt eine Pfanne? Ich weiß nicht. Ah, aber warte mal, das ist gar keine dumme Idee, oder? Wenn eine Pfanne unten... und einen und ja, das ist gut. Das ist gut. Das okay, ist sehr gut. Achtung, Kochtopf kann man nicht werfen. Geschirr kann man nicht werfen. Man kann nur Nahrungsmittel werfen. Dann gebe ich euch Reis oben, wenn ihr einen Kochtopf habt. So, hier kommt der, Achtung, Kochtopf. Und ich gebe dir eine Wurst unten. Ja, stell mal hin. Okay, so. Also Fleisch. Aber Fleisch bringt mir nichts, weil ich es nicht hacken kann. Ja, aber das muss gehackt werden. Das ist doch lame. Gib mir einfach Reis. Rohes Fleisch ist doch viel besser. Ich gebe dir Reis. So, wo soll das gehackte Fleisch hin? Ich bin unten. Ich gehacktes Fleisch. Ich bin Mauskowitz. Ich ertrinkt. Ich hab mich ertrinkt. Teller? Teller sind alle hier. Ich bin da auf einmal unten. So. Brauche ich den Teller für den Braucht jemand einen Wrap? Ganz viele Teller brauchen wir.
Da braucht jemand, das ist ja runtergefallen. Da braucht jemand Reis. Achtung, auf jeden Fall. Achtung, lass mich kurz durch zu den Tellern. So. Hähnchen. Reis ist in der Mache. Oh, es geht weg. Oh Gott, ich nehm's, ich nehm's runter. Okay, Fleisch bräuchten wir hier oben. So. Welches Fleisch? Rindfleisch? Hähnchenfleisch? Ja, das ist ja bei NPC. Ja, sehr gut. Egal. Okay, ich bin oben bei dem hier, Fleisch. Hähnchenfleisch habt ihr? Okay, hab bekommen. Achtung, könnt ihr jetzt mal schnippeln? Sehr gut, Moment, ja, ich mach. Oh, brauchst du immer noch Reis? Ich hier ist immer noch so Reis. Alter, ich will doch. Ich tausch mal die Pfanne aus, es macht keinen Sinn, dass unten die Pfanne ist. Nee? Ich hab auch, nee, weil wir unten ja nicht schnippeln können. Auf den Tisch gemacht. Ja, gut, okay, du hast recht. Und Teller. Hey. Hier, ich gebe euch einen Teller. So, das ist ja nicht zu glauben. So, leg ich da hin. So, kriegt ihr noch ein Stück. Ich will hier nicht mit den Verrückten. So, lass mich weg. Reis. Einmal Rap, bitte. Jo, das Rap ist der Simon und da, das ist Gaming Hall. Ich kann so nicht mal einen halben Rap, Alter. Ja, das ist auch ein guter Rap. Okay. Hier sind die Rap-Boys am Start. Okay, Reis. Ich ficke deinen Reis. Drei Leute, die in mannsgroßen Raps eingewickelt werden und auf dem Boden rumrobben. Das würde ich gucken. Das ist alles nur... Ah, da geht's hier! Der Reis! I need the Reis. Fast weg. Reis, ein Taco. Wenn ich jetzt noch einen Taco kriege, bin ich fast durch. Ja, der ist schon. Ist geil, ist fertig. Taco. Okay, Taco, so. Zack. Geil. Mach den Reisi hier nochmal rein. Oh nein, das ist nicht ganz fertig. Du brauchst einen Wrap, glaube ich. Hier. Was? Okay, ey, was ist mit dem Reis? So, mach den Reis. Wrap, Teller. Okay, so. Wir haben einen, was muss hier rein? Fleisch, irgendwas, hier, was zuerst fertig ist. Teller. Hat einer Fleisch? Ich habe hier Reis. Braucht jemand noch was mit Reis? Ey, wie dumm. Reis auf dem Teller habe ich hier. Ich habe hier einen Wrap, ich brauche nur Fleisch. Ja. Das ist doch nicht euer. Es gibt Fleisch. Ach. Ey, wir haben keinerlei Arbeitsteilung. Wir haben keinerlei Arbeitsteilung. Aber der Zwiebelkönig... Ein Stern! Es ist ein Stern immerhin. Ah, die kriegt jeder hinterher. Den ersten kriegt jeder hinterher geworfen, solange die Klos nicht direkt an die Küche angeschlossen sind. Und höhere Standards. Solange wir nicht den Reis einfach so abgeben. Ja, solange der Hund da nicht verkocht wird, kriegst du einen Stern. Motivation gibt ja Bonuspunkte, wenn du den kochst. Ne? Die Regie sagt uns dezent durch das Schild namens Werbung. Nee, stimmt gar nicht. Ich hab die Zeit nicht gesehen, weil die Kamera da ist. Können wir gerne nochmal Werbung machen. 4 Minuten, dann lass noch eine Runde machen. Eine Runde. Lass noch eine Runde schaffen. Müssen wir nochmal dieselbe jetzt machen? Nein, aber diesmal vielleicht trotzdem mit Aufteilung. So, wer was macht, wäre eine Idee. Okay, Sandro. Gib es dir doch einfach zu Captain spielen. Oh Gott. Ja. Nein. Das hat, doch, jetzt machst du das. Sandro macht das jetzt. Ich fühle, dass er Captain sein möchte. Moment mal, hatten wir bisher Captains, die... Na egal. Ich sag, wie die aufteilen. Captain, alle Captains. Okay, Moment mal. Erstmal sollten zwei rüber. Ich geh mal rüber. Okay, zwei sind rüber. Das müssen wir irgendwie machen. Wir brauchen nur Fisch. Okay. Einmal Fisch nur. Hier drüber. Warte, ich glaube, ihr müsst den schon, genau. Vier. Fishing. Und was machen wir mit dem Fisch? Krieg ich hier rüber. Der wird gekocht. Man kann ja gar nicht so weit werfen. Der Fisch gekocht oder was? Was machen wir mit dem Fisch? Ja, dann muss man doch in den Teller. Und hier der Horst Peter. Was ist das da für ein Schirm? Schrimps. Sind das hier? Kriegt ihr auch nochmal hier hin? Hä? Brauchst du noch mehr? Ey, du wirfst uns alles Mögliche hin, was wir gar nicht brauchen, Gregor. Ey, ich hab euch alles gegeben, was ihr braucht. Ja, aber wir brauchen es doch gar nicht. Oben steht keineswegs was. Oh, da ein Schrimp. Wir jetzt hier. Nur Fisch. Wegen eines Schrimp. Ja, ein Schrimp. Shrimp Boy. Okay, hier ist was fertig. Wohin damit? Also ich hab. So. Okay, ich bin ein großartiger Chefkoch. Achtung, das erste Essen abgeliefert. Ja, du hast nichts gesagt, gar nichts hast du gesagt. Hier will jemand einen gestückelten Schrimp einfach nur. Hier ist eine Taube, die kann ich gar nicht nehmen. Einmal... So, ach, jetzt wollte ich es einfach nur haben, ne? Ist einfach nur rot. Jetzt wurde ich totgefahren, danke schön. Teller. Holy fuck. Ja, Teller, jetzt bin ich noch toter. Bring das mal weg. Der erste fucking Fisch, was ist das? Das ist einfach ein roher Fisch. Nein, nicht mit wegwerfen. Wo bin ich denn da? Ach, da bin ich. Er hat weggeworfen. Ich gehe mal einen Telly waschen. Ey, das erste Fisch ist auch nicht schon gewäscht. Das erste ist einfach nur der Fisch. Das Reis, ich nehme nur mal runter. Ja, ist einfach nur Fisch. Warum liegt der Reis im Waschbecken? Jemand macht den sauber. Okay, ich schneide es einmal. Okay. Wo haben wir Teller? Weil hier kommt gleich noch einer. So, dann kann ich das einmal wegbringen. Es ist einfach nur roher Fisch, den da. Ja, bitteschön, guten Appetit. Es ist unglaublich, es ist nur ein... Jetzt rohe Schrimps oder was? Gurke. Gurke, Schnibli. Wo ist ein Schnibli-Ding? Ich brauche auch ein Schnibli-Ding. Es gibt nur ein Schnibli-Ding, oder? Schneidebrett. Da liegt irgendwas. So ist das. Wieso ist denn da Fisch auf dem Schneidebrett? Ach, da ist ja. Da hat ein Fisch. Nee, aber es wird so angezeigt, ne? Ich weiß auch nicht. Das ist das Ding da drunter. So, ich hack eine Gurke. Okay, wir brauchen etwas. Warum Fisch machen wir hier Sushi? Wir brauchen nur einen. Moment, da ist ein Sushi. Zwei Sushi. Warum haben wir zwei? Egal. Count. Ein Sushi.
Da fehlt noch eins. Wohin mit dem Reis? Teller. Wir brauchen viel. Da fehlt noch ein bisschen Gurki. Wir haben echt noch ein bisschen Tellerproblem. Ah, okay, sehr gut. Das sind ja zwei Schneidi. So. Ah, nein. Oh nein, ah. Mit dem Essen. Aber es ist doch noch das gut. Das ist ja unglaublich. Das kann man doch noch. So, einmal mit Gurke und Fisch, okay. Lecker lecken. Ey, Leute, das ist doch voll viel fertig eigentlich. Wer hat meinen Schwimmter weggenommen? Ich brauche einen Teller. Kacke. Wer hat meinen Schwimmter weggenommen? Du, was ist das? Ja. Schwimmboy. So. Okay, sehr gut. So. Okay, einmal Schrimp. Ah, gerade geschafft. Komm. Oh, oh, das war gut. Und nochmal Schrimps. Yay. Einfach nur einen, was? Okay. Zerschnibbeln und dann... Ist ja schon. Ist schon, ja. Aber wo ist ein Teller? Ey, ohne Teller. Einer muss ganz rechts mal Tellerdienst machen. Da stehen sie die ganze Zeit rum. Zwei Teller, ne? Okay, wir brauchen die Einteilung. Rechts jemand, der uns die Sachen rübergibt, aber auch die Sachen, die wir brauchen. Nicht. Okay, alles. Ich mach von mir aus rechts. Und einer ist der Läufer, der macht einfach... Der hilft einfach dort aus, wo gerade Hilfe nötig ist und sorgt sich um die Teller und die anderen beiden Dings. Schnibbeln und belegen die Sachen. Ja. Und der Läufer oder der Springer, der kümmert sich dann um die Teller. Aber erst gehen wir in die Werbung, oder? Na, verdammt, okay. Na gut, aber dann geht's genau so los mit diesem Plan. Ja, exakt mit dem. Da sind wir wieder. Wir haben uns unsere ersten Sporen verdient, finde ich. Gibt es sowas in der Küche? Gibt es ein Äquivalent zu, wenn man es geschafft hat, wenn man seine ersten drei Gerichte sozusagen... Sollen wir Sporen kochen? Sporen, du hast wieder was anderes gekocht. Die haben doch gestern noch gesagt, Gregor, Sporen. Heute ist Sporentag. Montag ist Sporentag. Wir haben uns unsere goldene Kochmütze verdient. Ja, die muss super schwer sein, ja, weil die so groß sind. Was bei Gordon Ramsay nicht einfach die Kochschürze? Das ist alles nicht spannend. Alles, du kriegst quasi, okay, jetzt kannst du noch mehr arbeiten. Dir, bitteschön. Also, noch mussten wir nicht den Löffel abnehmen. Weißt du, was mich wundert, Sandro? Dass wir noch gar keine Zwiebel schneiden mussten. Oder eine Wurst reiben. Ich bin auch ziemlich froh, dass das jetzt noch... Wurst, okay, das klingt auch die sehr Wurst reiben klingt jetzt aber schon... Warum? War doch eine gute Idee. Natürlich ist es... Ist immer eine gute Idee. Es ist nach 22 Uhr gleich. Da kann man sowas. Nein, es ist doch 9. Ach, warte, es geht los. Es geht weiter. Okay. Einer von euch muss starten. Okay, also ich gehe rüber. Ich bin der Läufer. Was jetzt braucht doch? Ihr? Okay, gut. Ich schneide jetzt. Ihr braucht Fischi. Brauchen Fisch? Ich gebe dir Fischi. Einen rohen Fisch brauchen wir. Ja, und ich schneide, sehr gut. Zwei rohen Fisch. Ich gebe euch Teller rüber. Ja, pack ich schon mal rauf, zack. Schrimps braucht keiner. Gib den rohen Fisch schon mal ab. Genau, einmal den. Ihr braucht nochmal Fisch. Genau, ich gebe euch nochmal Fisch rüber. Sehr schön. Das machen wir gut. So, Schrimps braucht einmal keiner. Einmal Fisch mit Gurke. Ich kümmere mich um die Teller. Ja, mach du. Ja. Sorgst dafür, dass. Pack dir schon mal den Reis drauf, zack. Fisch mit. Ich bräuchte hier noch einmal. Gurke und Blatt drauf. Ich mach den Blatt, mach ich gerade fertig. Okay, so. Da liegt ein Teller. Hier ist ein Teller ready. Okay. Da braucht ihr noch Fisch, glaube ich. Ich gebe noch welchen zum Schnibbling. Ja. Sehr gut. Da ist eine Gurke ready. Schrimps. Im nächsten Teller? Ja, mach ich. Machst du? Okay. Das da kann weg, oder? Sushi kann weg. Wo wasch? Wo schwäscht man? Nee, Sushi mit Gurke brauchen wir. Wir brauchen noch eine Gurke raus. Ja. Oh shit, ich hab's in den falschen getan. Pool ist wieder raus. Okay, ich bring's so, weg. So, ihr habt einen Teller hier. Ja? Hinten. Okay, Reis. Dann nimmst du, okay. Einmal Sushi mit Gurke und einmal hier noch ein Teller. Kommt ein nackter Shrimp. Geht da noch was? Das kann auch weg, ne? Da ist noch ein Teller, ich kümmere mich um den. Okay. Oh, das war knapp. Und so, einmal noch eine Gurke. Eine Gurke wäre geil jetzt. Ja, hier ist auch eine Gurke. Habt ihr die? Komm und schnapp sie dir. Gurke. Gurke. Ach, zufällig Gurke ist mein Lieblings. Ja. Come on. Nicht die Birne. Die Aubergine, Mann. Oh shit. ich hab eins versaut. Okay. Einen rohen Fisch und einen rohen. Hier ist nochmal Fisch. Teller wäre. Hol Teller ab. Ja, Teller. Ja, hier, ich leg schon mal für den Teller gleich ein Ding Teller hin. Gib her. Gut. Oder so. Ich hab den da hingepackt. Schreibt euch dann einen Teller. Boah, ich schmeiß. Lass mir einen Teller. Ich geb euch ein Fischli rüber. Okay, wir brauchen hier aber noch Nori-Blättchen. Oh, ich hab das auch hier hinten, ja. So. Bei Blau bitte noch ein. Genau, danke. Einmal rohen Fisch. Einmal hier. Ey, warte, gib mir den. Bitte schön. Das läuft großartig. Rohen Fisch, Gurke. Ich brauch jetzt nur noch einen Teller. Mach ich mal einen Teller. Blättchen hier. Ein Blättchen. Ja, nichts drauf. Okay, roher Fisch. Den können wir. Also den mach ich gerade. Teller, ne? Ja. Ich hol Teller, ich mach sauber. Okay, dann mach du Simon mit dem Teller und mach den Fisch. Genau. Zack.
Schrimps. Scheiße, ist gerade runtergefallen. Hoher Schrimm. Ich greife mir schon mal den Teller. Da kommt ein Gurken-Sushi. Schnapp mir den Schrimp. Gurken-Fisch-Sushi. Den Schrimp. So. Ja, da kommen gleich mehr Teller dazu. So, das hier ist ein Teller. Kannst du deinen Schrimp darauf packen? Oh, und ich bring den gleich weg. Los, Mann. Ich hol noch einen Telly. Alter. Du musst nochmal noch raus. Fisch drauf. Ich mach den Saubi. Haben wir noch einen Fisch hin? Scheiße, wir kriegen keinen Fisch. Wir haben keinen Fisch mehr. Okay, das war's. Ah, Mist. Oh, shit. Na gut. Bleib auf der Straße. Ja. Ich den aber das war doch eigentlich... Das war gut, das war ne, gut. Das war voll ordentlich, ne? Zwei? Oh, komm, zwei nur Dinge. Einer und null fehlgeschlagene Rezepte. Das waren neun richtige Dinger. Richtige ich glaube, drei ist das Schlechteste und eins ist das Beste. Oder? Ein Stern nicht? Ja, wenn Dennis R. Punkt, dann ist bewertet, ist alles. Wo wir so gut koordiniert haben. Wenig herumgeschreit. Das ist wirklich das Beste. Ja, wir sind ein sehr sympathische Küche. Bei uns kommt man eben auch ein bisschen wegen der friedlichen Atmosphäre. Da ist eine offene Küche. Wir kochen in jedem Zustand, wie man sieht. Selbst über der Kloake. Okay, das ist radioaktive Kloake. Ja, okay, wir kochen. Was steht hier? Pizza und Hühnchen. Selbst in den Abwasserkanal. Pommes meine ich, in das den andere Abwasser- ja, wird man uns finden. Wo sind die Rezepte? Okay, ich mach das Hühnchen gerade. Also Pommes, zwei, einmal Hühnchen, einmal Pommes mit Hühnchen. Ja. Okay, Pommes sind hier fix. Ich pack einmal Pommes auf den Teller, auf einen Teller. Sag mal. Was machst du hier? Ich weiß nicht, es fällt von alleine runter. Die wo ist denn... Da kann man es raus. Okay, da. Kurz ein Menü schon mal raus. Einmal okay, Pommes, Menü Nummer 2 ist Hähnchen, Pommes. So, Hähnchen, Pommes. Hähnchen, Pommes. Erstmal ein Teller unten links. Unten links Teller. Moment, ich laufe. Hier ist ein Teller. Ja, Moment, lass den Teller waschen. So, sehr gut. Wo bin ich da, bin ich? Kartoffel. Oh nein. Ey, man wird da echt so runtergestoßen, das nervt voll. Muss dagegen ankämpfen. Okay, Hähnchen, Pommes. Macht gerade jemand Hähnchen, Pommes? Ja, ich. Okay, dann mach ich mal. Hähnchen, ich brauche noch Pommes. Ey, Alter. Da ist jemand, ich bräuchte Pommes. Ihr Teller okay. Ich mach sie. Achso, ja, hier, Pommes habe ich. Oben links yes! Ist der, ja, warte, ist egal, ja, ich mach's so. Ja, do you even try? Du hast nichts in der Hand gehabt. Okay, ich habe Priorität. Da sind frische Pommes auf dem Teller auf okay. Der Seite. Das ist gut. Kann man theoretisch schon abgeben. Kannst du eigentlich nur abgeben, genau. Ja, Moment. Okay. Nein, nicht den oben links. Ja, okay, oben links. Der gehört zu mir. Da fehlt noch Pommes, ne? Ja. Okay, pack die Pompom rauf. Hier, Pommes. So, ich brauche einen Teller. Okay, jetzt ist Teller fertig. Alles klar, ich bringe den Teller weg. Okay. Ich habe hier gebratene Pommes, die können schon mal irgendwo rauf, ne? Die können einfach weg, ja. Ja. Also weg. Da sind Pommes. Hast du noch einmal Pommes. Fleisch einfach nur? Okay, die brauchen dreimal, viermal Pommes und zweimal Hühnchen. Dreimal Teller Hühnchen. Waschen. Teller, ja, wir brauchen dringend wieder Teller. Da oben sind oben, welche. Teller. Oben links ist ein Teller. Okay, okay. Auf dem Teller ist Hühnchen, kann man theoretisch abgeben. Hier ist noch ein Teller. Gib's ab. Ja. Machen wir so. Ihr Teller waschen. So, Pommes sind drin. Okay, ich muss den Teller. Okay. Ja, super. Teller ist ready. Ich habe eine Kartoffel. Packe ich auf die linke Seite. Okay, auf dem Teller ist jetzt Hähnchen. Okay, da fehlen noch die Pommes. Hier, Pommes. Ja. Okay, Pommes werden nochmal gedreht. Ja, da kommen sie. Rutscht. Was muss denn hier? Oh boy. Ich bring den Teller weg. Abgerutscht. Okay, wir brauchen nur Pommes. Ich hab hier okay, Pommes. Ich hab hier. Ich hab fertige Pommes hier. Ich geh Teller waschen. Wo müssen die hin? Hier nee, jetzt haben wir ein ganzes Gericht. Und rechts. Okay, ich bring das Gericht vorbei. Egal, geht trotzdem, ja. Gib's ab. Aber die, ich bin gestorben, das Gericht ist noch da. Gesehen. Es ist Mission hat Vorrang. Hauptsache, das Essen hat überlebt. Oben ist eine Fritteuse. Pommes. Ich hab zwei Teller ready hier. Da oben ist noch eine Fritteuse mit heißen Pommes, die im Wasser liegt. Die könnt ihr gerne mitnehmen. Ach, bin rangekommen. Auf den Teller. Oh, wie schnell man die. 15 Sekunden. Ich hol die Pommes von unten da. Ich hol das gebratene Hühni von da raus. Nein, Panda in Action. Okay. Hey, dreimal Pommes, dreimal Hühnchen. 5 Sekunden noch, stopp. Oh, das Hühnchen schnell runter. Da, wo meine Uhrzeit ist, ist ein. Ja, bring's rein. Ja, gut. Oh, yeah. Gut. Allerletzte Sekunde. Zwei. Freut er sich? Yeah. Jawohl. Yeah. Warum freue ich mich über zwei? Wir müssen drei haben. Na gut, Mann. Nice. Sei doch zufrieden erstmal mit den Zweien. Das haben wir doch geklärt. Das sind immer die Unsympathischen, die da oben sind und immer so herablassend sind. Die Perfekten, weißt du?
Ich finde, wir haben das hier. Guck doch mal. Wir können alles. Zu niedrigen Standards. Aha. Warum haben sie jetzt genau den genommen? Wahrscheinlich versuchen sie nur schöne Hintergründe und Areale zu zeigen. Für die Screenshots. Bereit? Ja, aber ich finde, sie geben sich schon gut Mühe, das auch sehr... Ich meine, es ist ja ein simples Prinzip und sie schaffen es, das trotzdem spannend zu machen. Und vielseitig zu machen. Ja. Ja. Okay, ein Rap. Oh, nee, die Dinger laufen nicht richtig. Das du ist läufst ja furchtbar. Auch entgegen der Richtung, deswegen. Ja, aber die normalerweise gehen ein bisschen schneller. So, wir brauchen ein Taco mit Pilzen, ein Taco mit Huhn, okay. Ein Taco mit Fleisch. Bestück die Dinger schon mal mit, Das sind keine Pommes, das ist Erz. Oh nein, nein, die Formen bewegen sich! Das ist ja wirklich bescheuert. What? Das ist ja... Oh, okay. Ich hab keine Ahnung, aber was Pilz schneiden? Haben wir Pilz vorbereitet? Keiner von uns Pilz vorbereitet. Wo ist denn hier so ein Schneidegerät? Wo ist denn ein bisschen Pilz? Da oben rechts. Okay, einen mit Taco. Ich brauche jetzt noch Reis und Pilze. So, dann könnte ich einen fertig machen. Ich schneide euch jetzt ein bisschen Pilzi. Ich schneide hier auch Pilz. Oh, Feuerlöscher! Fleisch wird gebraten. Wo ist der? Pilz wird gebraten. Oh, da ist er! Jetzt ist er weg. Pilz muss gebraten. Jetzt liegt er links. Ja. Brätst du deine Pilze mit? Ich habe hier gebratenes Fleisch. Oh, Feuerlöscher, okay, wir brauchen kein Feuer mehr, so ein Scheiß. Das kann hier auf dem Teller mit drauf, ne? Okay. Mit drauf. Ein bisschen Reis in die Mitte auf dem Teller und dann haben wir ein Gericht. Genau, packen. Ja, Reis ist in der Mache. Ja, du kannst es gleich auf den Teller oben rechts in der Mitte packen, rechts. Oben rechts in der Mitte links? Also, das ist ganz easy. Da wird noch fleischig gebraten. Ey, wo ist denn, Mann? Das ist ja so eine Scheiße mit den Schneidewerkzeugen hier. Hinlaufen. So ja, das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Oh, holy shit. Okay. Und eins mit Hähnchen. Warum kriege ich das? Hähnchen ist rechts. Soll ich es fertig machen? Moment. Okay, ich habe hier keine Pfanne. Ich habe eine Pfanne hier, aber gebratenes Fleisch. Hat jemand einen Teller? Einen Teller. Wo sind die Teller überhaupt? Da oben. Ah. Hier ist was. Nee. Ich pack das runter. Wasch mal einen Teller, bitte. Ja. Ey, wir müssen mal ein Gericht zusammenkriegen. Alter. Eins habe ich schon rausgebracht. Wie du genau das gleiche machst. Da liegt der Teller noch, da liegt ein Teller neben der Hähnchenkeule. Unten. Aber kriegt man ihn, ohne dass man abstürzt? Ja. Ich krass dich gleich aus. So. Wo ist denn Waschi? Da ist Waschi. Jetzt haben wir irgendwas Negatives bekommen gerade. Ja, weil wir das Essen nicht rechtzeitig gemacht haben. Achso. Ich raff's. Okay, Hähnchen. Wir haben keine Teller, Leute. Oh, Alter. Okay, hier ist ein Teller mit Bratifleisch. Pfanne einfach. Links liegt doch auch. Brati-Reis. Kann jemand die Pfanne da nehmen? Nee. Okay, ich habe einen Teller. Und so, ich jetzt brauche ich Reis. Ich brauche Reis. Reis ist unten rechts. Der brennt gleich. Der Reis brennt. Da hätte jemand mir den Reis genommen. Wie ich festhänge. Seht ihr das? Ey, wir haben alles, nicht mehr weg. Wir haben irgendwie alles falsch gemacht. Ja, wir machen es gerade komplett falsch. Was genau machen wir denn hier? Okay. Ich würde einfach mal sagen, in der nächsten Runde bleiben wir. Alter, wo sind denn die Pfannen? Wenn ich hier hingehe, geht es alles vorbei irgendwann mal. okay. Da ist ein Wrap. Hier rechts sind ganz viele Sachen schon vorgeschnitten. Ich wasche meinen Teller ab. Ein bisschen Reis kann da hier drauf. Nein! Was ist denn das? Nein! Da verbrennt was rechts. Nicht mit dem Feuerlöscher. Subs. Ach gut. Und Teller. Noch Reis. So, wer braucht Reis? Ich! Du bist wer? Seit Jahren. Hier rechts, da, ich hab dir nur noch den Reis hingelegt. Leg den Reis hin, leg den Reis hin. Und rechts der Rap. Hier. Ja. Ja, nimm mal jetzt. Nur ein Jahr. Im Fallen. Nimm das Gericht und sag meiner Frau. Ja. Say hello to your mom. Das war ja. War das die schlechteste Runde? Das war wahrscheinlich die schlechteste Runde. Nein, wir hatten auch noch die Minusrunde gehabt. Ja. Jetzt. Ich weiß nicht, wovon du redest. Akzeptiere deine Vergangenheit, damit du die Zukunft blicken kannst. 500 Punkte müssen jetzt reichen. Komm, nochmal. Okay, ja, komm. Also, Rap, wir brauchen jetzt. Einer macht Reis, einer macht. Einer macht Hähnchen und einer macht Pilze. Okay. Gut. Hähnchen. Reis, okay. Hähnchen, Pilze. Dann mach ich Pilze. Und lass die Pfannen bitte da, wo sie sind. Das ist eine gute Idee. Ich mach Pilze. So. So, wir brauchen Hähnchen auf alle Teller mache ich Wraps. So genau. Machen wir das. Kann ich den Schnippen Reis machen. Muss auch noch gemacht werden. Ja, keiner macht den Reis, ne? Der ich mache Pilze, habe ich schon gesagt. Nein. So. Pilze auf dem Fleisch. Noch einen Teller.
Pilze auf den Teller. Schön. Wo ist denn dein Teller? So, wir brauchen jetzt wirklich ganz viel Pilze, ein bisschen Fleisch, ein bisschen Hähnchen. So, okay. Ich habe Pilze, ich packe die unten auf dem Wrap schon mal rauf. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch Reis. Reis ist ganz wichtig. Wir haben zu wenig Reis. So, Pilzi nochmal für mich. Im Reiße unseres Angesichts müssen wir ihn machen. Ich habe gerade die Übersicht. Ich auch, wir sind denk, wer macht Reis? Wer ist irgendjemand dabei, gerade Reis zu machen? Okay, das ist doch schon mal was. Ich nehme den Reis jetzt runter und packe ihn links. Oh, da ist ja auch schon Reis drauf. Kann okay. Weg. Ja, das kann schon weg. Ja. Dann brauchen wir jetzt aber wirklich. Wo ist der Reis? Raus. Wo brauchst du Reis? Hier unten rechts. Unten rechts. Da ist aber. Ach so, bei dem Hähnchending. Ja, genau. Okay. Was okay, musst du darauf? Achtung, da verbrennt das. So, der Reis ist da. Okay. Ich hab's. Braucht jemand noch Fleisch? Ja, da unten, oder? Unten rechts. Den Teller waschen. Ja, hier, warte mal, ich pack's gleich auf den Teller. Ey, wir müssen nur im Uhrzeigersinn, Leute. Das klappt sonst nicht. Wir behindern uns die ganze Zeit. Wir brauchen Pilze, zweimal Hähnchen, zweimal Fleisch. Fleisch schaffen wir wahrscheinlich nicht. So, also, Pilz kommt gleich. Es sind schon wieder die Teller, ne? Ja. Wo soll der Pilz hin? Da oben, ich wasch mal. Unten links ist ein Teller. Okay, ich gebe ihn ab. Jawohl. Wrap drauf. Ich pack den Pilz gleich da unten hin. Brauchen immer dasselbe. Reis, Taco, Fleisch. Schön. Reis, Teller. Taco, Fleisch. Ich bring's weg. Teller. Warte, da fehlt Reis. Ich nehme den Teller unten links, pack ihn. Oh nee, ich bin runtergezogen. Ein Reis, wir unten Reis. Liegt ein Teller, falls ihr einen sucht. Ich hab's nicht mehr. Oben, ich wasch ab. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, ich bin runtergefallen. Digga, warum fallen wir immer gemeinsam runter? Ich weiß es nicht. Nachmacher! Nee. Okay, zwei Tacos sind hier unten. Einen mit Pilzen. Ich brauch Reis. Ja, Reis hier. Warte, zack. Hä? Ach, der ist noch nicht fertig. Ja! Hier, drei Teller. Es fehlt immer Reis. Scheiße. Und ey, eine Pfanne. Kann sein, dass die Pfanne einfach gar nicht auf einem Herd steht da? Ja, oh Mann, Leute, ey. Wow. Oh Mann, ey. Alter. Es fehlt ein Topf oder eine Pfanne. Aber es war kurz davor, fertig zu sein und irgendwer hat's umgestellt. So, ich gebe gleich ein bisschen... Wir sind Pilzi, Wrap, Reis, Pilz. Wrap, Reis, ich pack den Pilz gleich in die rechte Ecke. Okay, so. Auch der Reis ist jetzt fertig. So, einen Moment. Das kann weg. Da unten, das kann gleich auch weg. So. Bring's weg. So, neuen Reis. Moment, ich mach neuen Reis. Bitte nicht gegen den Uhrzeigersinn rennen. Ich will doch nur zum... Wasch das mal ab. Oh, ich komme noch nicht vorbei. Oh shit, wir brauchen gar nicht so viel. Shit. Was war das? Rettet den Reis! Der ist ein Rap, der braucht hey, noch Reis! Lass mich den Reis retten! Oh. Der braucht noch Reis! Nix drauf! Und ein Teller. Ja. Einer? Nein, keiner. Ah, das ist unser Waterloo. Damit gebe ich mich nicht ab. Ah, wir haben noch 4 Minuten. Okay, eine jetzt. Runde. Das ist die letzte Chance. Ein letztes Mal. Rico. Alles für die Gäste. Sonst machen die uns den Laden dicht. Bundeskönig. Gregor. Was wollen wir denn machen? Sollen wir zurück nach Griechenland? Nein, sage ich. Ich bin in Blankenese geboren. Genauso. Willst du zurück nach Blankenese? Nee, will ich nicht. Entschuldigung, ich habe nichts gesagt. So, es geht nun los. Ganz wichtig, Reis machen, immer okay, Tacos Fleisch. Auf die Teller und Uhrzeigersinn. Okay. Reis machen. Reis. Tacos auf die Teller. So. So, Reis. Taco. Wenn kein Verlobt ist. Aus jedem Tag. Ich hol dem Reis gleich runter. Hähnchen. Okay, hinter Martin mit Hähnchen. Kommt auf den Wrap, der Reis. Wo ist ein anderer Teller? So, ich mach noch mehr Reis. Alter. Hör mir zu blocken! Hör mir zu blocken! Diese Flamme, ey! Jetzt ist der Reis weg. Ja, das ist auf der anderen Seite. Okay. Nicht gegen den Uhrzeigersinn, so. Okay, ich hab Hühnchen, wohin damit? Okay, ich hab ein fertiges Huhn, da unten? Ja, okay. So machen wir das. Moment, ich gebe das mal schnell ab. So, Reis kocht. Den Teller schon wieder da. Ah, fuck. So, ich hab hier den Teller waschen. Reis. Die Teller waschen. Abwaschen. Ich hab hier zwei gekochte Reise. So, wir haben Taco dazu gemacht. Oh, Leute. Ein paar Teller sind ready. Taco und Reis, Teller. Wir Fleisch, Reis. Kein Fleisch, was ist los? Pilze, Fleisch oder so. Brati, Fleischi. Okay, ich schneide ein bisschen Hühni. Shit, mach Pilze. Wo ist Schneidibretti? Da unten. Ich schneide ein bisschen Hühni.
Sind wir in der Schweiz oder was? Weiß nicht. Spielt er für den SC Freiburg, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, was irgendwie erwarten wird. Pilze. Pilze liegen unten rechts. Unten rechts liegen Pilze. So, ich mache jetzt hier in der Mitte. Wo ist die Pfanne hier? Fertig. Ich finde die Pfanne auch, gesagt, auch nicht. Hier liegt die Pfanne. Jemand hat die runtergenommen. So, lass mich da vorbei. Hier ist auch ein bisschen blöd, dass einige Icons halt die Pfanne. Es wird noch eine Pfanne. Eins habe ich erledigt. Da ist ein Wrap in der Mitte. Ey, wo sind denn die Pfannen, verdammt nochmal? Ich finde sie halt auch nicht. Hier ist eine Pfanne, hier ist ein Topf. In der Mitte mit gebratenem. Der ist durch. Okay, wir brauchen einen Teller. Auch einen Teller, damit ich. Okay, Moment, hier oben rechts ist ein Teller. Hier, willst du? Mach doch. Ich hab. Ach so, nee. Irgendwie ist das Quatsch. Ich blick's nicht. Ey, wir haben uns so voll in die Scheiße verbarrikadiert hier gerade. Teller sind unten. Ist noch gar nicht. Oben rechts gewesen gerade. Nee, nee, die Pfannen meine ich. Teller mache ich hier gerade. Irgendjemand. Das ist ein die Pfanne, Rüber. Die Pfanne, die Pfanne! Oh. So, ich habe Wrap mit Hähnchenfleisch hier. Ey, wir haben eindeutig ein Tellerproblem. Okay. Muss man, sag mal, fehlt hier noch was? Nee, das kann müssen die Pilze nochmal. Wie müssen die gebraten werden? Ach so. Ich brauche gebratenen Pilz unten. Wer hat denn da jetzt. Ich habe ein bisschen Pilz hier, den braten. Die Pfanne ist blockiert von dem Feuer. Na geil. Und da ist noch ein Topf. Warte, nicht wegnehmen den. Da muss noch Pilz drauf. Blau. Pilz? Pilz muss da noch drauf. Ey, du meinst Fleisch? Du meinst Reis? Da ist doch schon Fleisch drauf. Da ist ja Fleisch drauf. Da muss. Nee, aber es geht auch mit Pilz. Ey, mach doch jetzt einfach Reis dahin. Los! Und ja, fertig mit dem Ding. Weg damit! Weg mit dem Ding! 300, ey, wir schaffen es schon wieder nicht! Koch. Okay, hier ist irgendwas fertig. Ich brauche einen Teller. Da, so. Und den Reis. So, ich habe zwei Sachen fertig. Jetzt nur noch eine dritte. Es fehlt nur noch eine dritte Zutat. Gregor dreht zu spät. Ah, es war so klar. Okay. Hui, das war toll. Lass uns das nie wieder machen. Schnell weg vom Game. Damit, drei Sterne. Das ist toll. Ey, aber wir sind ja auch schon in Level 4,6. Das ist überhaupt nicht von den Entwicklern so gedacht gewesen, dass man so weit kommt. In der kurzen Zeit. Das war schön. Hast du sehr schön vorbereitet? Hatte ich das Gefühl, dass du es vorbereitet hast? Sowohl kulinarisch als auch. Wir brauchen auch jemanden, der die Schuld bekommt. Sag mal, Wirt, hast du bewusst dich wie die Couch angezogen? Weil ich nicht mehr. Nee, damit es verschwinden kann. Versteck dich. Am schnellsten verschwinden hier. Diese Blamage. Ich finde, wir haben es gut geschlagen. Ist es denn. Ist es schon besser als Teil 1? Also Teil 1 war ja auch schon eine große Unterhaltung. Haben sie viel Neues gemacht wie jetzt? Ja, die haben sich richtige Level-Transitions jetzt, also das mit dem Zeppelin, was wir vorhin. Nicht Zeppelin, Heißluftballon. Dass du einfach mal runterstürzt und sich das Level komplett nochmal verändert. Das gab es im ersten Teil nicht. Also die haben sich schon viel ausgedacht und. Finde ich auch, die Arenen verändern sich. Arenen sind cool. Es passiert unglaublich viel. Ich finde es manchmal doch unübersichtlich, weil so Symbole, also auf einigen Symbolen, sind dann halt auch schon Teller drauf und so. Und dann denkst du, dass da ein Teller liegt, aber eigentlich ist es nur ein Symbol. Perspektive. Eigentlich müsste es eine konkrete Top-Down-Perspektive sein und nicht mit diesem leicht schrägen, weil du verwechselst die Icons von dem da drunter mit dem da drüben. Ja, genau. Das ist natürlich schwierig bei all dem Gewusel. Wie willst du das machen als Entwickler? Wenn du es zu klein machst oder zu weit von dem Objekt entfernt, erkennt man es nicht mehr. Zu weit also ich glaube, wir können sagen, dass die Mankos des Vorgängers hier auch enthalten sind, aber ich meine, es ist immer noch, es macht mir immer noch einen Riesenspaß und es macht ja vor allen Dingen am meisten Bock, wenn man es gegeneinander spielt. Ich finde, Koop ist nice, da streitet man sich auch nicht so viel, aber das gegeneinander, das ist schon perfekt so für Freunde. Zwar anstrengender, aber auch. Wenn man sie verlieren will. Ich weiß ist auch anstrengend. Koop ist auch schon sehr anstrengend. Also. Ja. Ich fand das aber schön. Das hat mir Freude gemacht mit euch. Es war deutlich besser als mit allen anderen, mit denen ich bisher Overcooked gespielt habe. Sind das vier Egos? Vier Egos? Drei, ne, bitte. Also drei Egos, natürlich. Ich bin völlig egofrei. Wer mich kennt, weiß, Simon Kratzschmer ist egofrei. Was ist Ego? Wie viele Buchstaben hat das? Fünf? Kannst du nicht mal schreiben? Ich kann es nicht mal. Also, Ingo, ich kann es nicht mal sagen, ne? Ingo, ihr übt das jetzt zu zweit und dann holen wir euch zu Speedrandal mit dem Ding. Alles klar, ja. Koordiniert. Ihr müsst das so machen wie bei Pacific Rim. Ja, ihr müsst eine Einheit sein zu zweit. Ja. Wow. Macht ihr nach vorne, macht ihr nach hinten die Gurke. Erinnere mich nicht an Pacific Rim 2, bitte. Ich hab hier, wann kommt es raus? Weißt du das? Er hatte schon Angst. Bald. Bald. It's coming when it's ready. Also dann. Also es kommt schon bald. Ich glaube, Ende August kommt das Ding raus. Ja, bis dahin haben wir dann noch ein bisschen Zeit zu üben. Ja, ich freue mich schon auf die Release-Version. Dann können wir gerne gegeneinander antreten. Na, ich finde, das war. Also wir vier sind auf jeden Fall prädestiniert für ein 2 gegen 2 Match, in dem wir gewinnen werden. Natürlich. Das ist noch besser als bei denen, haben wir das auch gemerkt. Ne? Das ist noch so weit weg. Ich glaube, die hören meine Kommandos halt einfach. Ja, und die sind halt auch doof. Ne? Ja. So ist es halt. Wenn du nicht, wenn du es nicht zahlen kannst, wenn du für die Elite nicht zahlen kannst, kriegst halt sowas. Ja.
Damit verlassen wir euch. Auch ihr seid nicht die Elite-Zuschauer, die wir uns wünschen. Es lief alles so gut bis hierhin, Simon. Denn die würden viel mehr spenden. Die hätten viel mehr Geld für Spenden für uns. Habe ich nicht gerettet damit, ne? So, wir sind am Ende, als ob einer so weit guckt. wir hören jetzt auf. Overcooked, nicht so weit. Blendet die Werbung ein. Wir hören auf mit Overcooked 2. Es war schön, dass ihr da wart. Es war schön, dass wir da sein durften. Ciao.